Habibi, einen wunderschönen guten Abend, da sind wir wieder, ein neuer Tag, ein neuer Stream, Tag, ja, Isan. Dogpond Germany, einen wunderschönen guten Abend, Straight Meadow, Pablo Esco, nicht kreativ genug, Benson Smooth im 18. Monat, MC Puya, mein Bruder, Lacho Davis, Mob Bali, Salut, Hippo, R2D2, Patrick, Loni, Patek 616, Urchiboy, was geht ab, Lorik, Ina, Salut, C3PO, vielen Dank. Für den 24. Monat, 2 Jahre in the making. C3PO, Salut auf dich, mein Bruder. Wie die Zeit vergeht, aber das ist der Weg. So sieht's aus, Bruder. Die Jahre ziehen ins Land, Habibis. So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid gesund und munter. Warte mal, wir machen nochmal hier einen geilen Honey-Song. Warte mal. Oh, das ist gut. Oh, seid ehrlich, was war das für eine Zeit im Deutschrap, Jungs? Bruder, was für ein Song war das bitte, Bruder? Bruder, was war das für ein Song, Bruder? Die waren sauer, die Jungs, Bruder. Salut, ihr Hübschen, salut. Salut, General. Salut. Wie geht's euch? Salut. General. Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Sehr schön. So, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Ich weiß. Was? Guck mal, wir haben jemanden gefunden, General. Was ist das denn? Au. Wie geht's? Was? Wie geht's, Onkel? Neffe. Neffe. Hallo. Einer ist zu mir gekommen, sagt, du heißt Solero-Eis jetzt auf einmal. Was? Der sagt, du heißt Nerat Solero-Eis. Was soll das? Was? Warum heißt du Solero jetzt? Weiter. Zeig mir sofort deinen Ausweis. Ich hab keinen Ausweis. Du Dreckschwein. Zeig mir deinen Ausweis. Ich hab keinen Ausweis gemacht. Zeigen Sie mir den Ausweis. Herr Solero-Eis, sofort Ausweis zeigen. Ich hab noch keinen gemacht. Können Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen, Sir? Ja, wir haben ja keinen, Mann. Bruder, du stirbst gleich, ey. Ja, bist du noch mein Neffe, oder nicht? Ja. Hey. Neffe. Ja. Red anständig, ich schwöre, du weißt, ich geb den Kindern. Red anständig, Neffe. Neffe. Ja, du kannst ruhig reden, hey. Hey! Ja. Guck mal, red doch einfach normal. Schau mal. Warum habt ihr gestern auf uns hier geballert? Hä? Wie? Ja. Rivera, ihr habt gestern hier auf uns geballert. Jetzt anwesend. Sag mal, hat das dein Patron gesagt? Sag mal. Das
sieht sein Vater endlich wieder und weint. Da sieht sein Vater wieder und weint. Are you my daddy? Jürgen Beißer, we got the DNA test and I can say, you are the father. Oh shit. Yes, yes. Die anderen machen Backflips, ich sag oh shit. Oh shit. Sag mal, gibt's hier Feuerwerk, gibt's hier irgendein Wiedersehen? Ey, der hat unseren Namen abgelegt, eins. Jürgen, ne? Das ist normal, da ist er. Das ist so Lero Eiscreme. Du Eiscreme, der kleine Hund, was er ist. Und ich frage ihn, wie heißt du? Der sagt Beißer, aber guck. Wie heißt du, Neffe? Weißt du, wie ich ihn seit neuestem nenne? Hey, Jürgen, weißt du, wie ich ihn seit neuestem nenne? Hm? Ne, er hat 144 FPS. Der hat neue Kräfte entwickelt, der Kleine. Nee, der hat einfach nur 20 Euro bezahlt. Hat er schon immer, oder, Neffe? Neffe. Hey, ne, hat 145 FPS, hörst du mich? Ja. Okay, guck mal, ich gebe dir nochmal eine Chance, ob du normal redest, und dann rede ich auch mit dir auf deine Ebene. Ey, Neffe. Ja, hallo, hallo. Ah, ist alles gut wieder? Ja, ja. Wunderbar. Ja, warum habt ihr auf uns geballert, Neffe? Was haben wir schon gemacht? Hä? Wann? Ja, gestern. Ich war gestern nicht da. Die haben auch nicht reingeballert in uns. Ich war gestern nicht da. Also, da musst du deine Verteidigung sagen, Richie, der war wirklich nicht da. Der hat ein bisschen Zeit mit meiner Tante gehabt, ne? Der hat ihn mitgenommen. Warte mal. Er hat Zeit mit deiner Tante gehabt? Mhm. Erklär mir das jetzt mal irgendwie, bitte. Der hat die Beine hochgemacht und er wurde zum Mann. Deine Tante? Ja, der hat sie weggedonnert. Die Schwester von wem? Ja, von meinem Vater. Die Schwester von deinem Vater hat mit der gestern nur hat weggefickt? Ja. Der ja, Neffe, darfst du jetzt eigentlich ficken schon? Neffe, ist endlich soweit. Ja? Hast du schon weggesteckt, Neffe? Ich und Jürgen haben eine Wette laufen seit 3 Jahren, seitdem du bei uns bist. Wann du wegsteckst, Neffe. Er hat schon weggesteckt. Neffe. Auf Icon 12 hat er. Auf Icon 12. Okay, der hat schon weggesteckt. Ey, er hat Kusex, weggesteckt, der hat schon lange. Mach mal einen Applaus für unseren Neffen, der hat endlich einen weggesteckt nach vielen Jahren. Applaus. Stark, Neffe. Das freut uns sehr. Warum sagst du denn nichts? Oh. Das hat ihm die Sprache verschlagen, der ist Mann geworden. Soll weinen. Ey, Neffe. Aber Richie, warum hat er dieselbe Kette an wie du? Und der hat sich gerade so umgezogen. Der hat doch nochmal schwarze Haare, der hat doch sogar Haare gefärbt. Der will doch nichts mit uns zu tun haben. Mehr. Ja, ich weiß. Mhm. Solero Ice Cream. Aber er ist ein guter. Natürlich, Neffe ist immer ein guter. Auch wenn er einen Dachschaden hat, ist er ein guter. Ich weiß, wer auf dich geschaut, glaube ich. Und er hat so viele Beweise gegen uns, wir müssen immer sagen, ist ein guter. Ja, Neffe, ja. Weiß, wir lieben dich, Neffe. Ja, ich weiß, ja. Ich krieg einen Anruf. Oh. Ja, red mal mit meiner Stimme, red mal. Oh. Ich bin doch kein Arr, bin ich ein Hund oder was? Ey, du warst das gestern, ne? Ich weiß, wer auf dich geschossen hat. Ja, hier aufs Anwesen wurde geschossen, nicht auf mich. Komm mal, Cousins Anwesen, du hast ihn. Ah, das war der Wasim! Eieieiei. Ja, er hat geschossen. Komm mal, Cousins Anwesen. Ja. Ey, Jürgen, bist du noch Bulle? Ja, okay. Ich bin Hermann Petri, der Jürgen ist gestorben letzte Nacht. Er hat gesagt, er würde immer Hermann. Wieder auf dich Hermann schießen Petri, und guck. er würde auch alle deine Klamotten klauen. Ja. Er hat das gesagt. Ja, sag ihm. Er kommt gerade. Er hat noch 26 Minuten, dann muss er ins Bett, weil morgen früh, du weißt. Doppelstunde. Er kommt gerade. Jetzt ruft Chico an, gestern ist er reingegangen. Aber ey, Richie, das ist, ich muss euch natürlich auch sagen, den Herrschaften, hier macht ihr Scheiße, bucht ich euch ein, ne, dass ihr Bescheid wisst. Kommst du mal an, was gibt's da? Komm her. Was, Jürgen, was hast du gesagt? Was? Was hast du gesagt, Hermann? Ich hab gesagt, Hermann Petri hat gesagt, auch wenn die Kuh recht... Petri? Petri, wie Wolfgang Petri ist unser Vater. Hermann Petri, wunderbar. Richtig. Also, wenn die Cousins auch auf dem Radar kommen, muss ich euch leider festnehmen. Macht's gut. So, verpiss dich, Hermann. Abgang von meinem Anwesen, aber zack. 1199. Aber ganz schnell. Er kommt gerade. Wer ist das denn? Oh, er heißt Wasim. Ey, guck mal, ich sag dir das, Neffe. Und das ich hat war sehr viele nicht Gründe. Da. Nein, guck mal, ich sag dir das. Und ich sag das mit viel Liebe jetzt. Und ich hoffe, du verstehst es. Lasst mich in Ruhe, bitte. Ich will nicht gegen euch ballern. Ich habe keinen Bock da drauf. Lass mich in Frieden, Neffe. Hast du gehört? Muss ich gerade machen. Tsubasa und die ganzen Fußballstars, nimm die und lass mich einfach in Frieden, Neffe. Bitte, ja. Guck mal, ich sag bitte, geh mir nicht auf die Neffen. Aber lass mich in Ruhe. Er muss sich gerade machen. Ja, ich... Was hat er gerade am Telefon gesagt? Er klaut deine Klamotten. Ja, genau. Und jetzt kommt der Herr und macht sich gerade, ne?
Ja, er muss. Wie heißt er? Wasim. Das ist einer von deinen Jungs. Nein, niemals würde einer von meinen Jungs mit denen reden. Mit ihnen? Ja, mit dir. Ich hab ne Frage, Neffe. Ja? Sergio Mendes, wie geht's ihm in letzter Zeit? Gut. Hat er ein bisschen Stress? Ist er ein bisschen unter Druck? Ey, guck mal da hinten. Ey, Jungs, dieser Hermann Hesse da hinten ist immer noch am Rumspieler. Guck mal. Herr General? Geht's ihm gut, dem Mendes? Hat er viel Druck oder so? Ich weiß nicht. Ich bin nicht oft da. Das stimmt doch gar nicht. Ich sehe dich doch immer, wenn du da bist. Warum lügst du jetzt? Ja. Yeah. Guck mal, der macht Bilder, guck mal. Der kleine Wichser, Alter, guck mal. Mach deine Hände runter, am Ende macht die Politik, er wäre Geisel. Geh raus aus meinem Anwesen. Ich merk schon was. Mach die Faxen. Er kommt gerade, will sich gerade machen. Warte, der Cousins. Was ihm? Guck mal, dieser Hermann am Nachbarn, Hermann. Jürgen ist der Einzige, der Charakter tot hat, ist einfach der gleiche. Er kommt jetzt. Nein, alles gut, er braucht nicht kommen. Lass mich einfach in Ruhe. Ey, Nerd. Er möchte mit dir sprechen. Nerd. Ja? Lasst mich in Ruhe, bitte. Ja, okay. Bitte. Soll er sich nicht gerade machen? Ey, bitte, kommt einfach nicht und schieß einfach auf uns, Bruder. Bitte, lasst uns einfach nicht. Ja, okay. Nerd, ich kann nicht um 14 Uhr mit euch. Krieg mal bitte, Nerd. Ich kann das, ich hab keine Kraft, bitte. Ja, bitte. Okay. Guck, du grinst. Hör auf damit. Wo ist er? Ruf den mal auf. Wo bist du? Was ihm? Chico. Das ist Chico. Das ist Peter. Der kommt gerade, der ist jeden Moment da. Wo ist Chico? Chico kommt auch gerade mit, die kommen gerade. Salam alaikum. Hallo. Ja, schön. Ich würde gerne Schweißgeräte kaufen. Ich würde machen, ja, Camper. Ja, natürlich. Schnell. Ich würde dann... Hier, Richie, pass auf dich auf, ne, mein Freund. Und anständig Hermann, bleib, ne? Mach's gut, Hermann, mein Bruder. Adios, amigos. Adios, amigos. Hölle. Hallo, hört ihr mich im Funk? Funk, hallo? Keine Ahnung, welche Funk die wieder sind. Amener Funk. Hört ihr mich? Hallo. Ja. Hier ist Satudara, verkauft dir mal bitte Schweißgerät hier vorne. Kommt mal vor. Ja, ich komme. Und sonst, wie geht's? Wunderbar, wie geht's euch? Wie läuft's? Auch gut, danke. Das ist wunderbar. Naja. Wie viel wollt ihr? Lauf einfach mal durch. Da ist er schon. Hey. Was geht? Komm mit. Der war das. Er meint, der klaut deine Kette. Und auch General. Salam, ey, Chico. Der hier mit Waves. Chico. Er war das mit Waves. Wo bist du, Chico? Chico. Warum machst du Stimme so tief, ey? Nein, das nicht, Chico, das war Chico. Was ist hinter dir, Chico? Hinter dir, Chico. Ui, wie siehst du denn aus, Männer? Was haben die mit dir gemacht? Warum gehst du nicht an das Telefon, du Maniac? Ich war gestern schlecht, ich war... es hat geklingelt. Ich war Palito. Was ihm, sag doch jetzt, dass du seinen Hut willst, komm. Was? Wer ist komm, Wasim. Ja, ich bin Wasim. Oh, sorry, Bruder. Oh, yeah. Nein, Nerd, Bruder, sag mir irgendwas her. Oh, so, ey, Bruder, wallah, es tut mir leid, was Nerd gesagt hat. Wallah, ich mein's. Hat Nerd wieder Fitner gemacht? Wallah, der sagt, du willst deine Klamotten ausziehen. Keine Ahnung, meine Sachen. Nerd, was ist mit dir? Warum machst du wieder Fitner? Hä? Vor sagt, schön, kommt, Bruder, was für Farbe hier? Hat er gesagt. Yo, und Nerd hat gesagt, ich bin ein Hurensohn, hast du gesagt. Hey, hey, Richie, warte, hey, Nerd, was redest du da? Hey, Bruder. Mama, kein Fitness. Ich hab das nicht gesagt. Der hat jetzt Angst irgendwie, ja. Der Einzige, der dich ein bisschen schlecht trainiert hat, ist Rino bei uns. Wer ist das denn? Ich hab ein paar Nackenchallenge bekommen. Der Rino. Boah, der war wirklich sehr frech. Also guck mal, ich sag dann doch mal, nein, bitte, Jungs, lasst mich, bitte. Ich will nicht mit euch ballern, gegen euch ballern, Jungs, bitte, lasst mich. Richie, der war echt frech. Wallah, Bruder, wenn du mich abfuckst, ich schwöre, ich hab schon gesagt, ich schwöre, ne? Ich will das nicht. Fuckt jeden hier ab, ne?
Ich will mit euch nicht ich will nicht abgefuckt werden, bitte. Okay, Rino sagt, ich schwöre auf alles, Rino sagt, er fickt dich. Okay, bitte, ja. Er legt auf. Ja, ich schwöre, ich werde deine Ohren langziehen, ich schwöre auf alles. Okay, ich rufe Blanco auch an, er war auch frech. Ich weiß, ihr seid eine starke Rasselbande und ihr fickt jeden weg, ich weiß das. Ich schwöre sowas, akzeptiere ich. Ich bin sehr stolz darauf, dass ihr viele ehemalige Jungs hier, die Leute unterdrückt, das ist respektlos. Fickt ihr hier alle. Ja, unterdrückt ihr, nur bitte lasst mich in Ruhe, Jungs. Ich will nicht. Richie, dich ficken wir nicht. Wallah, also, geht ficken. Alle ficken, Jungs. Du willst uns alle, ich weiß nicht. Nein, will ich gar nicht. Mein Bruder. Will ich er war auch frech, ja, okay. Aber der war frech. Der war frech. Was geht, Bruder, jetzt? Er macht mal. Ich hab gehört, hier gibt's ein Meshkel. Ja, hier gibt's ein Meshkel. Jungs, weißt du, was der Meshkel ist? Bitte lass mich einfach in Frieden. Bitte, bitte. Lass mich einfach in Frieden. Hier gibt's, keine Ahnung, 23 Familien, okay, die den ganzen Tag Rino, komm nach vorne. Ja, Rino, I love you, Rino. We are my brother, man. Please go and fuck somebody else. Ja, okay, okay. Bitte, bitte, Jungs, ehrlich. Ihr könnt jeden ficken, nur verlasst mich bitte in Ruhe, Bruder. Wir haben ganz andere Sorgen. Okay, geht weg, lasst mich auch in Ruhe. Umarmen, Bruder. Geht diese Leute hier unterdrücken, nur lasst mich in Ruhe. Wie siehst du aus? Ja, wir warten auf Sato, die kaufen gerade. Ich schwöre, aber ey, ballert ihr doch nicht. Ey, guck mal, ihr wart gestern dabei. Ihr ballert, ihr ballert auf uns, wir schießen extra nicht zurück, ihr ballert weiter auf uns. Bruder, soll ich dir sagen? Ich war gar nicht. Ich sag dir, warum? Zwei dicke Knipse, hätte ich sogar gefreut. Aber warum? Okay, Bruder, jetzt. Ich war da oben, guck jetzt, ich zeig dir, da oben. Ich weiß, du hast die ganze Zeit voller geschossen. Nein, nein, ich dachte, das ist Locotoni und Breiten Burgi. Aber es war's nicht. Ja, aber Jungs, vor unserem Anwesen, die kommen uns besuchen. Ich will, guck mal, ich will Waffendeal, ich will Waffen kaufen. Die kommen reingelaufen, Zaffel Salat. Das haben die aber extra gemacht. Aber ich schwöre auf alles. Ich weiß, aber fangt die doch ab, wenn die wegfahren. Ey, ja, das ist euer Hack, Jungs. Wallah. Ich schwöre auf alles. Wenn die in die Auto einsteigen. Offenbach. Ich schwöre, er meinte. Bruder, sei mal ruhig, was du offenbar, bitte. Sei mal ruhig. Wallah. Nee, Jungs. Süße. Offenbar, Dotto. Der ist 16. Ernsthaft, lass den Bruder in Ruhe. Guck mal, das wenn Ding der eine ist... offenbar auf den Sack geht, kommst du mir, fick seine Mutter. Ey, guck mal. Schau mal. Schau mal. Wirklich, Jungs, guck mal. Ihr könnt die doch ficken, aber ihr könnt doch nicht während die ausschränken in uns reinhalten. Ihr habt uns getroffen und ich sag mal, Leute, schießt dich zurück. Und ihr hört nicht auf, Jungs. Wenn die wieder einsteigen und 5 Meter wegfahren, fickt die komplett weg. Okay, guck mal, das Ding ist, Bruder, ich hab's nicht mitbekommen. Ich bin erst ein bisschen später gekommen, aber die Jungs haben gesagt, die sind hier hingeflüchtet, damit wir nicht schießen. Ja, das wussten wir aber nicht, weil Bitcoin ruft mich an. Ja, das ich hab Bitcoin angerufen, so rum. Ich ruf ihn an, ich brauch ein Gespräch, er sagt, wir kommen zu euch. Hey, Sergio Mendes steht gerade auf, ich schwöre, wir sagen, wir haben Rücken von Richie. Er sagt, ich fick Richie, er kommt jetzt hier hin. Nee. Ich schwöre auf alles, er sagt da. Der kann aus Österreich aussehen, Bruder. Bitte, guck mal, Safa, ey, Chico, Walla, Jungs, wollt ihr? Bruder, ich hab schon einen Deckel für sowas gekriegt. Das reicht uns, Walla, wir kriegen einen Deckel. Ja, Walla, ist gut. Okay, Bruder, halt auf, wir sind weg, ja? Ey, lass mal weg. Ich küsse euer Herz, pass auf, Walla. Salam alaikum. Fick dir den Jungs, lass mal weg. Bitte, bitte, schnell weg. Ciao, ciao, Bruder, ciao, ciao. Wo ist das denn? Ciao, ciao. Hey, Silvio, where are you, bro? Aber wenigstens lustig haben sich die Jungs doch, Bruder, und schon ist doch aus der Welt geschafft, Bruder. Wohnt der Bruder echt in Offenbach? Korrekt, weil er in meiner Stadt, Bruder. Nein, nein, nein. Nein, nein, ich rede schon mit Mendes. Ich habe keine Kraft. Jungs, eins im Chat, ich habe keine Kraft für Riviera, Jungs. Hä, hey, warum ballerst du auf dem Anwesen? Ich bin hier gerade. Was hast du da? Schämst du dich nicht? Keine Ahnung. Habt ihr den Satudara gemacht, ihr Bruder? Hat alles bekommen, ja? Ja, ja, hat alles bekommen. Durch ist durch. So, Anwesenheitsliste. Wie viele Absagen heute? Absagen sind bei der Abstimmung haben wir 5 Absagen. Rio, Nico, Yassin, Musti und anderen. Und bei Abmeldungen hat sich James. Was für noch Patron später der Stadt, Herr Bo? Ich hab gebettelt, dass sie mich in Ruhe lassen. Ich kann nicht gegen Riviera. Die sind zu Schrapp stark. Kommt später. Die greifen 14 Uhr an, Bruder. Jeremy kommt später. Was Jamal für Patron der Stadt? Ich hab gerade auf Bruderbasis versucht, dass sie uns hier nicht abfacken jetzt. Jungs. Digga. Walla Billa. Sorry. Nochmal bitte. Fedat kommt später. James kommt später. Rio ist nicht da. Ermi kommt später, Jamal kommt später, Yassin kommt später und Armo kommt später. Okay, also effektive Absagen sind, die gar nicht kommen.
Die gar nicht kommen sind ja, Rio, Kraft. Ich kann das nicht, Bruder, Nico, Musti und anderen. Die haben Zeit, die ficken die Leute. Also vier Leute. Und das sind noch gute Schützen. Achso, nee, und Iva, also fünf Leute. Ich glaube, Musti kommt 22 Uhr. Okay. Der arbeitet bis 22. Jo. Gut, die Liste von den Drogenkisten, hast du die vorliegen? Andon hat die, ich kann mal gucken, ob ich die aussehen kann. Karl Alper, ruft dann an, darf ich da kurz sagen? Ja, Geran, Alper. Ey, Mr. Heat for Jetzt. Nein, jetzt, ich hab geflüstert, sorry. Ich bin bei Heat for Sheet, hä? Shit for Heat. Shit for Heat. Warte, ich hab eine bekommen. Gestern Teriyaki. Früh. Ich kann auf jeden Fall sagen, wer keine 100 gemacht hat. Ja, Chapo, die sind stark, deswegen, ich hab mit Rivera Branch keinen Krieg, Aiden hat nur 38 gemacht. Fördert 81. Kalle 0. Warte mal, Aiden, was passiert, Aiden? Ich hab, ich muss 100% mehr als 138 haben. Als wie viel? Also 138? Ja, nee, 38. So. Ich hab ja davor noch 20, die wurden abgehakt. Und dann habe ich noch, bevor diese Drogenkiste-Channel wurde gemacht, habe ich auch nochmal 50 eingeladen und ich habe noch 20 im Privatlager. Wann hast du den denn abgegeben, Alter? Also guck mal, am 6.1. waren es schon mal 20. Dann waren es, nochmal am 6.1. 38, zum 58. Und bei Items einlagern, jetzt muss ein bisschen hochscrollen, da waren es nochmal 40 am 1.1. Und ich habe noch 10 gehabt, die habe ich im Privatlager dann. Weil wir ja als Privatlager reinbringen müssen. Gut, das werde ich dann nochmal gegenprüfen. Gut, Gas geben. Du tust trotzdem an der kurz vor Verhungern-Marke da rumkramen, ne? Hä? Aiden, Bruder jetzt. Ja. Das ist so... wie in der Schule, immer nur das Minimum machen, damit man gerade so das nächste Schuljahr versetzt wird, ne? Aber das waren einige diese Woche, da ja, zähle ich auch drunter. Aha, du auch? Ja, Alpa auch. Alpa also das auch? Waren so viele. Wir haben 100 gemacht, aber wenn wir... Also du stehst hier neben mir mit deiner Kette, die da funkelt. Yeah. Mr. Heat for Sheet. Ich habe sicher 100 Drogenkisten. Ja, habe ich doch. Ich hätte sogar 200 gehabt, aber einmal wurde der Camper leer gemacht. Genau. Also hast du sie nicht. Doch, ich habe 100 Stück abgegeben. Ich hätte 200 gehabt. Also hast du es gemacht? Ja, ich hab's gemacht. Hallo? Hallo? Richie, wo bist du? Zu Hause. Sergio Mendes steht vorm Tor. Ja, kommt rein. Ja, okay. Sag ihm. Komm. Ja, General, eine Sache noch. Ja, warte, komm mal mit. Ja, warte, klar. Ja, Mendes kommt zum Quatschen. Was soll der denn? Allahu Akbar, mal gucken, was passiert. Sollen wir schon mal zum Sofa? Ja, geh zum Sofa, Hey Frank. Hola Herr Mendes. Ja. Willkommen, kommen Sie herein, kommen Sie hey. Mendes, kommen Sie. Ja, bitte. Herr Mendes, wollen Sie was trinken? Herr Mendes. Gestern hatten wir nicht so eine freundliche Auseinandersetzung, Senor Beißer. Ja, was war gestern los mit dem Mendes? Mit ich mir? Hab schon deine Leute gefragt, ob das Mental Breakdown war. Ich weiß nicht, Alter. Du warst auf einmal ganz anders. Ich erinnere mich an einen Anruf, in dem ich angeschrien wurde von einer Situation, von der ich gar keine Ahnung hatte. Ich hab nicht zuerst geschrien, Mendes. Ich hab gar nicht geschrien. Ich hab's versucht, normal dir zu erklären. Du bist leider nicht drauf eingegangen. Nichts vom General. Ich glaube, du bist etwas vergesslich. Der Wortlaut war folgendermaßen. Warum schießen deine Leute an meinem Anwesen? Ja, genau. Und während ich verwundert mich gefragt habe, was überhaupt los ist, wurde immer weiter und weiter geschrien. Und es wurde gesagt, ich sei respektlos. Und es wurde gesagt, meine Männer sind Hunde. Und 14-Jährige. Aber ich wusste gar nicht, was los ist.
Und als ich versucht habe zu erklären, dass ich gar nicht weiß, was gerade Phase ist und dass ich mit meinen Leuten gar nicht Kontakt halten kann, da wir gerade am Telefonieren sind, wurde einfach aufgelegt. Also, ich habe versucht, deine Leute anzurufen. Ich habe Chico angerufen, der ist nicht rangegangen. Dann habe ich Blanco angerufen, der ist rangegangen. Habe ich nach dir gefragt. Da hat er gesagt, du bist nicht wach. Dann habe ich gesagt, wer ist denn der Höchste, mit dem ich jetzt sprechen kann? Sagt er, ja, das bin ich. Dann sage ich, Blanco, kannst du bitte deinen Leuten sagen, dass sie aufhören sollen, auf uns zu schießen? Alles klar, mache ich sofort. Ich kann es so nicht machen, während wir am Telefon sind. Alles klar, tschüss. Wir legen auf. Wir stehen vorm Anwesen. Keiner hat von uns eine Waffe gezogen. Keiner hat geschossen. Auf einmal werden Leute von mir gezielt. Bup, bup, liegen die auf einmal links und rechts neben mir. Tot. Werden da, obwohl da gar keine Kalis mehr waren, wurden meine Leute neben mir einfach getötet. Dann wurde an meinem Anwesen hoch und runter gefahren. Es wurde über unsere Köpfe geschossen. Es wurde ins Anwesen reingeschossen. Wir haben nichts gemacht, weil, wie gesagt, Mendez, ich habe euch immer als Freunde angesehen. Ich hab dich auch immer als Freund gesehen. Und ich stelle dir jetzt eine Frage und ich bitte dich, die ehrlich zu beantworten, Mendez. Wenn ich ein Problem mit Kali habe, okay, und Kali kommt zu eurem Anwesen und steigt bei euch am Anwesen aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wagen würde, aus Respekt, weil ihr Freunde seid, einen Schuss auf eure Anwesen oder irgendwie in die Richtung eurer Leute abzugeben, nur weil Kali jetzt bei euch ist? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das machen würde? Ja, bitte. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei null. Genau. Aber ich habe eine Gegenfrage. Bitte. Wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass wir geschossen hätten, wenn ich dabei gewesen wäre? Ich sag's dir. Die Wahrscheinlichkeit würde bei null liegen. Ich habe mit keinem einzigen Silbe gestern gesagt, dass du im Unrecht bist. Und ich sage es heute noch einmal, wie ich es gestern gesagt habe. Hätten wir uns auf einem vernünftigen Ton miteinander besprochen, hätten wir nach der Situation besprochen oder hätten wir so am Telefon das bereinigen können. Aber dann zu dem Zeitpunkt waren 10 Minuten schon meine Leute wurden beschossen, Mendez. Ich habe dich 10 Minuten nach... Meine Leute sterben neben mir. Die fallen um und ich sag immer noch nicht schießen. Zu keinem Zeitpunkt habe ich meinen Leuten gesagt, holt die Waffe raus. Keiner gibt einen Schuss ab. Ich hab meine Leute wurden beschossen und wir haben nichts dagegen getan. Und ich habe versucht noch, wie ein Opfer am Telefon irgendjemand zu erreichen, damit das aufhört. Und es hat nicht aufgehört. Bis ich dich erreicht habe, waren 10 Minuten schon vorbei und hier war alles schon drunter und drüber. Du musst mich verstehen, Mendez. Ich dachte, was soll das? Ich sag Blanco Bescheid, da passiert nichts, die machen weiter. Ich habe gerade mit deinen Leuten geredet. Da ist überhaupt kein böses Blut. Aber ich habe mir das gerade erklärt. Ich sag doch, ich verstehe dich. Und nur darum geht's. Ich war enttäuscht. War nochmal, Mendez. Hinter wem habe ich in dieser Stadt gestanden? Hinter wem? Das hast du mir gestern nur gesagt. Nur hinter dir. Hinter niemand. Hast du gesagt, hinter wegen mir hast du keinen Waffendeal. Wegen mir musst du 10.000 pro Pistole zahlen. Und wegen mir ist das und das und das. Aber ist es die Wahrheit oder nicht, Mendez? Aber ich weiß bis heute nicht, warum wir dieses Bündnis gemacht haben. Ich habe das gemacht, weil du mein Freund bist. Wenn wir auf der anderen Seite gestanden wären und deine Leute haben auch auf unsere Leute geschossen, als ihr im Krieg standet. Wann? Gegen wen haben die geschossen, als sie euch getroffen haben? ODS? Ist das passiert, Cousins? Habt ihr aus Versehen auf Rivera-Leute geschossen? Ich habe es nie erwähnt, nie. Das passiert, Ritchie. Aber VDS, die habe ich dafür zur Brust gezogen. Und die zahlen bis heute noch ihre 50 Pistolen deswegen. Aber bei euch, ich hab das vergessen. Ich habe das sofort gelöscht. Andersrum, was würde denn passieren, wenn Leute von euch auf meine schießen? Was würde ich da machen, wenn das... Mich anrufen und anzeigen. Das ist auch schon passiert. Auf gar keinen Fall. Dich anschreien? Das wäre ein Telefonat. Ey, ist da irgendwas? Nee, das war aus Versehen. Alles klar. Ende aus. Da legen wir auf. Das ist eine Sache, die machen wir in 10 Sekunden aus der Welt. Das ist doch das meiste, was hier in der Stadt passiert ist, wenn Leute im Krieg sind, dass auf einmal irgendwo ein Schuss in... weißt du, ob wir beschossen worden sind? Ich habe noch nie ein Ding daraus gemacht. Noch nie bis heute. Ich auch nicht. Genau. Und das deswegen respektiere ich das ja auch an dir. Und nochmal, du warst der Einzige in der Stadt, zu dem ich gesagt habe, hinter dem stehe ich. Rommel stand hier mit, der war 3 Tage später schon wieder bei Kali. So, und ich habe mit Kali bis heute, bis zu diesem Tag gestern, habe ich das erste Mal wieder mit Bitcoin gesprochen, seitdem wir dieses Bündnis gemacht haben. Ich habe von Anfang an 10.000 für Pistolen bezahlt. Ich muss meine Route halten, wir haben sie 3-mal verteidigt, mit minimalen Pistolen, die wir von dem bekommen, aus Grund, dass ich zu euch gestanden habe.
Unser Lager ist leer. Wir kämpfen von Krieg zu Krieg und halten unsere Route, weil die uns nicht mehr Waffen geben wollen. Warum kommst du nicht zu mir wegen Waffen? Da geht's doch dann... Ich habe euch allen gesagt, ihr bekommt von mir die Waffen. Ich verkaufe jedem Waffen. Was? Ich habe Adalet-Waffen gesenkt. Ich habe den Gashis-Waffen gesenkt. Das weiß ich, aber du kennst mich doch. Die Route gehört denen, ich gehe bei denen kaufen. Ich bin ein gerader Typ. Das gleiche würde ich auch bei dir machen. Verstehst du, was ich meine? Warum? In der Vergangenheit, egal wie geheim ich Waffendeals hintenrum gemacht habe, egal wie ich das vertuscht habe, es ist irgendwie rausgekommen. Und am Ende war man dann der Gefickte. Weil man einmal oder zweimal irgendwo Waffen gekauft hat, ist man dann 6 Monate der Gefickte. Aber er sagt nicht, ich lasse euch stehen. Ich habe nicht gesagt, dass du uns stehen lässt. Ich sag, weil ich zu euch stand, ist mir das passiert. Das ist nicht eure Schuld. Ich habe mich entschieden, zu euch zu stehen. Und deswegen habe ich das gestern nicht verstanden, warum auf uns geschossen wurde. Und ich habe versucht, 10 Minuten lang, bis ich dich erreicht habe, das Ding... Und wir haben keinen Schuss auf euch abgegeben. Kein Schuss. Keine Kugel ist von meinen Leuten auf euch gegangen. Von Anfang an habe ich gesagt, kein Schuss wird auf die Herrschaft gemacht. Weißt du, mich hat es nicht gestört, dass du dich aufgeregt hast. Mich hat es nicht gestört, dass du mich angeschrien hast. Es hat mich nicht gestört, dass du gesagt hast, dass du zu mir standest und deswegen keinen Deal auf der Route hast. Mich hat es nicht gestört, dass du gesagt hast, dass du wegen mir $10.000 pro Pistole zahlst. Das hat mich alles nicht gestört. Ich habe das verstanden. Ich habe die Aufregung verstanden, weil ich dir auch geglaubt habe, dass die Leute... Wenn wir sie geschossen haben. Mir war bewusst, dass meine Leute nicht richtig gehandelt haben und ich habe eigentlich gehofft, dass du so weit denken kannst oder mich so weit verstehst und kennst, dass du weißt, dass heute hier jeder Einzelne, der gestern hier auf dein Anwesen geschossen hat, sich bei dir entschuldigt hätte. Das haben die Jungs schon gemacht und das habe ich mit Respekt aufgenommen. Und die haben das gegen meinen Willen gemacht. Ich wollte das nicht. Ich habe zu den Jungs gesagt, ich werde heute hierher kommen und wir werden erstmal ein Gespräch führen. Aber die Jungs respektieren dich. Aber das, was du gestern über diese Jungs gesagt hast, das war nicht respektvoll. Du hast sie Fifis genannt, du hast sie 14-Jährige genannt, obwohl sie heute hier standen. Gegen meinen Willen. Ey, stell dich mal unauffällig. Das ist die einzige Sache, die mich gestern gestört hat. Nein. So wie die Nein, mach nicht, Nein. Unauffällig, Digga. Jungs, nein, ihr sollt stehen bleiben. Richie sagt, ihr sollt alle stehen bleiben. Dann hoffe ich, dass wir diese Sache aus der Welt geschafft haben. Für mich ist die Sache aus der Welt geschafft. Ich habe gerade mit den Jungs geredet. Viele von denen kennen mich. Die wissen, wie ich bin, wenn ich sauer werde. Und nochmal. Mich hat das schockiert. Wie gesagt, weil wir Freunde gewesen sind immer und das seit 2 Jahren, Mendes. Wir haben noch nie irgendwie eine Kreuzung gehabt von irgendwelchen Interessen und haben uns gegenseitig abgefuckt. Deswegen kam das sehr unerwartet. Vor allem, nachdem wir sehr, sehr viel eingesteckt haben, dass wir an eurer Seite gestanden haben, als es drauf ankam. Wo viele andere nicht da gewesen sind. Und deswegen war ich ein wenig emotional gestern. Er kann jetzt nicht mehr ballern, Jungs. Nein, muss ich entschuldigen. Er hat schon, ist doch. Frank. Für mich ist das halt Thema. Halt deinen Mund. Mal werden. Für mich ist das Thema zu, Jungs. Ich mach da keine. Von unserer Seite gibt's dann nichts mehr. Ich hab alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, von unserer Seite gibt es kein böses Blut, gab es nie. Und wie gesagt, wenn es das geben sollte, hoffe ich, dass die Telefone von uns klingeln und dass man die Sachen bespricht wie Männer und dann weiß man, wo man steht. Was ich jedoch sagen muss, solange die Männer hinter mir Hunde sind und sagen, es 14-Jährige sind, guck jetzt, Jungs, guck. Verbleiben wir neutral und werden nie wieder hoffen oder erwarten, dass ihr hinter mir steht. Und das Gleiche könnt ihr dann auch von mir erwarten. Alles klar. Vivian. Adios, Senor Beißer. Adios, Herr Mendes.
Und ich hätte gedacht, sie schießen. Nein, so ist gut. Nein, nein, die haben gehofft, dass ich was Falsches sage. Das ist schön. Ich hab's auch gesehen. Die waren schon verteilt. Die haben das von meinen Eiern gelernt, dass sie verteilen haben. Ich küsse dein Auge. Soll ich nicht verteilen, als wäre ich gelernt. Und ich weiß genau, was ich sage, dass ich nicht hier einen Krieg auslöse. Ich hätte auch die große Fresse haben können, dann würden wir jetzt hier alle liegen. Wahnsinn. General? Ja, bitte. Wir haben tatsächlich, der nächste Krieg steht vor der Tür. Ja. Jawohl. Adalet auf der Route. Ja. Wieder? Es gibt ja. Adalet noch? Ja, es gibt wieder. Es wieder. Boah, und sie waren wieder auf der Route. Kali hat mich gerade angerufen. Die haben gestern Adalet bei sich auf der Route erwischt. Und als sie die ausgezogen haben... Was war denn haben, das letzte Mal gegen Adalet? Wir haben ja genau, die auch haben auf dem Camper einen Kriegsvertrag gemacht. Waren die da nicht auch auf der Route? Ja, 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 waren die waren ja auf der Route und die haben unseren Camper im Kriegsvertrag gemacht. Warte, schon mal diesen Job. Jetzt, jawohl. Rein da, Jungs. Wer, wie meint ihr? Adalet. Gibt's doch gar nicht mehr, Jungs. Doch, gibt's wieder. Hey, Osmo. Hallo? Hallo, Chopo, wie geht's? Sehr gut, wie geht's dir? Wunderbar, wunderbar. Kannst du dir denken, warum ich anrufe, mein Lieber? Nein. Ja, ich habe gerade von meinen Leuten die Info bekommen, dass ihr wieder auf unserer Route wart. Herbert, hieß der Typ. Auf eurer Route? Herbert, ist es einer von euch, Herbert? Nein. Der sagt, der gehört nicht zu denen. Die haben keinen Herbert, sagt er. Die haben keinen Herbert? Nee. Also, Eli von Kali hat mir gerade zwei Namen gesagt von denen. Also, uns wurden zwei Namen gesagt von Leuten von Adalet, die jetzt bei uns auf der Route waren. Deswegen rufe ich dich direkt an. Ich weiß ja nicht. Brauchst du irgendwas, Chapo? Brauchst du Magazine? Brauchst du irgendwas? Nein, nein, ich brauche nichts. Aber Herbert ist nicht bei mir. Okay, und wie war der andere Name, den die euch gegeben haben? Ich hab's mir nicht ganz gemerkt, aber Nico hieß der mit Vornamen. Nico, habt ihr einen Nico? Auch nicht. Also, hier, Chapo sagt Nico und Hermann, die sind nicht von denen. Kleinen Moment. Gut, Chapo, deswegen rufe ich an. Wie gesagt, das wird mir gerade so gesagt, wenn du sagst, sie sind nicht von denen, dann hat's schon geklärt. Hatten die aber meine Kleidung an? Hatten oder die Kleidung das an? Ey, frag dir mal, der telefoniert gerade mit denen. Geh mal hin, frag mal, ob die Kleidung an hatten von Adalet oder wie die drauf kommen. Ey, hatten die... Oder wie kommt der Zusammenhang? Weil das würde mich auch interessieren. Ja, ja, weil, Bruder, die Leute ziehen auch hier die Sachen an. Die haben keine Skrupel, diese Penner hier. Warte, der telefoniert gerade mit denen. Was sagt der? Ich ruf dich gleich, mit Infos an, Chapo. Okay. Informier mich mal richtig, dann ruf ich dich an. Ich warte auf deinen Anruf. Wunderbar, bis gleich, Chapo. Adios. Bis gleich. Anscheinend waren die Ex-Adalet und sind jetzt bei Young and Reckless. Boah, Bruder, ey, bevor ihr mir das nächste Mal was sagt, filtert doch mal bitte, ja, eure Informationen erstmal. Was können wir dafür, wenn dieser Eli uns das so sagt? Ja, ja, aber ihr versteht, was ich meine. Jetzt. Der Eli hat gesagt, das sind Adalets, aber er dachte, dass die immer noch aufgelöst wären. Er hat mir jetzt gerade eben gesagt, dass sie Young Reckless Klamotten anhatten. Und das passt auch, weil irgendwer meinte heute zu mir, dass Young Reckless wohl auf unserer Route gewesen wäre. Okay, schau mal, das kläre ich direkt, woanders, ja, Alper. Genau. Die haben auf unserer Route gar nichts zu suchen. Ja, ich war zu ihm gerade nur auf Antwort. Nix. Ganz weit weg von der Route. Bitte. Und sobald es irgendetwas mit Young and Reckless zu tun hat, klären wir das ganz woanders. Also ich meine das ernst. Ihr kommt zu mir, ihr macht gar nichts und es wird nur noch woanders geklärt. Wir machen gar nichts. Wenn ihr die seht, wenn die mit euch reden, redet nicht mit denen. Habt ihr verstanden? Ehrlich. Verstanden, General. Die existieren nicht für uns. Und ich meine das ernst. Haltet euch da dran. Verstanden. Wenn die auf euch schießen, ihr schießt nicht zurück. Ihr kommt zu mir. Das ist ein Furzding. Ja, ich sag euch das, bitte. Was mit Gashis? Gut, unsere Route hat keinen Schutz mehr, richtig? Ja, richtig. Ist korrekt. Gefordert hat sie niemand. Noch nicht, nein. Gut. Ja, wer traut sich? General, ich hätte noch eine Sache. Ja. Kalle hat mich gerade eben angesprochen. Nein, wir haben eine Pechsperre mit dir. Er hat gesagt, dass das auch einige Jungs von uns so sehen. Die wollten gerne nochmal über das Bloodout mit Kim und Ali. Ja, jetzt heulen sie alle rum. Jetzt jammern alle. Ja, jetzt seid ihr alle am Jammern, ne? Ich hab dir auch geschrieben. Ja, jetzt seid ihr alle am Jammern. Komm schon, General, komm schon. Ja. Aber erst, wenn es zu spät ist, wenn es auf einmal die Köpfe wegfliegen. Es ist nicht zu spät. Dann auf einmal wird bereut, ne? Dann wird bereut und dann scheiße. Aber General, ich sag dir mal ganz kurz. Das geht nicht. Ich rede mal nicht hier raus. Warte. Ich rede auch, glaube ich, für alle. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, von den Jungs, die jetzt hier sind. Was war denn mit den Leuten, die immer zu mir kamen und mir die Beschwerden gebracht haben? Ja, das meine ich ja. Das sind wir nicht. Das sind nicht die Gabelstapler. Alles gut, Jungs. Guck mal, ich weiß ja, wer es war. Also, ihr seid ja zu mir gekommen. Deswegen. Ja, sie müssen ja auch keine Namen sagen. Natürlich sag ich keine Namen. Alles gut, ja, ich meine ja nur.
Aber wir finden es einfach, trotz der Art, die Kimo hat, sind wir sogar damit, ja, wie soll man sagen, voll in Ordnung, ja, dass er so ist, ja, wie er ist. Das war ein Denkzettel für die Welt. Aber es war ein Denkzettel, ist ja. Ist doch schön für euch, dass ihr damit klarkommt, Jungs. Aber die haben sich auch verbessert. Das kann die Leadership selber. Von gestern sein. Bis heute, oder was? Nein, die haben nein, der meint jetzt vorher jetzt. Also vorher schon. Seitdem jetzt wir redet da ihr sind, alle schon wieder. Das wollte ich auch gestern schon, aber ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst gestern. Ja, genau so. Mit Herz lutsch. Mit Herz, mit Herz lutsch ich, komm. Guck mal, Chill mal. Wir wissen selber, Kimo und Ali können in jede Frage gehen. Ob hier in der Stadt oder in einer anderen Stadt. In der Stadt auf jeden Fall nicht. Ja, oder eine andere Stadt. Genau. Wir können auf jeden Fall in jede Frage rein. Natürlich, darum ging es ja nicht. Aber Kalle, das ist nicht das und Ding. Die wollen trotzdem hier bleiben. Die wollen hier natürlich, sind ja unsere Brüder. Sie gehören zu Cousins. Sie sind Cousins, einfach. Punkt. Was ist denn eine Gelehrer sein, mein Bruder? Frankie, bist du da? Ja. Schauen Sie mal. Sachen passieren nicht umsonst. Okay, frag mal, wie viele und sag dir mal 10k. Wer ist davor? Was? Oh, Schweißgeräte. Wie viel war das, Max? Das war ein miese Downgrade, ne? Ich sag dir ehrlich. Miese Downgrade. Ja, natürlich. Nicht nur wegen Gabelstapler, ja, sondern auch, keine Ahnung. Ja, natürlich. Denkt ihr, ich weiß das nicht? Deswegen ich war länger mit Kimo als ihr hier. Normal. Ich weiß das nicht, natürlich. Rückzieher. Ja, aber dann können wir die doch auch zurückholen. Eigentlich nur deswegen jetzt wieder zurückholen. Wissen Sie das schon? So ein bisschen. General, überlegen Sie sich das generell auf Ernst. Wir machen, ey, guck mal, wir Kimo machen das Thema jetzt zu. Alles gut, ich überleg mir. Alles gut. Jawohl. Danke. Okay. Ja. Danke. Ey, wir haben sie auch eine Chance gegeben. Das ist das Thema. Ey, yo. Gut, wir müssen nochmal die Liste durchgehen von den Drogenkisten, Alper, bitte. Ja. Ich glaube, ich muss nochmal kurz auf Klo. Alle anderen außer also, genau, E98, das wird nochmal geprüft. Capo 60. Capo, wo bist du? Der ist nicht da. Ferrat 81. Ferrat? Ist nicht da. Ist auch nicht da. Kalle 0. Kalle war aber mit uns abgesprochen. Ja? So. Ja. Hier steht nur bei Ali, entschuldigt. Nein, Kalle hat mit uns gesprochen. Matteo 29. Matteo die Fritte. Weiter. Momo muss die Nico 0. Momo ist auf Urlaubsliste. Gut. Muss die Nico. Keine Ahnung, muss die kann ich auch nicht sagen. Achso, doch, muss die hatte Nachtschicht. Da ist auch so ein Ding, dass. Also, er hat halt Nachtschicht, der kann nicht viel machen. Nico, gar keine Ahnung. Nico ist erst seit 2 Tagen wieder so aktiv da. Der hatte sich, der war ja weg. Ja, gut, aber das ist ja ein bisschen selber schuld auch, ne? Ja. Oh, bei mir ist auch selber schuld, ne? Ah, ja, 80. Rio ist nicht da. Rio ist entschuldigt, der zeigt seine Klasse zu Hause. Urlaub, Thailand, Yesin und Wallet 0. Ich hab meine im Lager. Yesin? Ja, General. 0? Was geht? Sie wissen doch wieso. Ach so, das ist Ausrede für alles jetzt. Wie lange benutzt du die jetzt eigentlich? Ein Jahr? Oder? Das war schon. Nee, das war's ja schon. Das ist ein richtiger Bandit. Seit Montag, also seit gestern, bin ich ja da. Ey, ich sag euch mal, ne? General, ich... 100 Kisten die Woche. Es ist nix. Das ist... Chara. Das ist Chara, ja, das stimmt. Wisst ihr, was eure Ballerei diese Familie kostet? Nichts. Wie nichts? Oh, ja, oh, wenn der Alter. Eine, der in der Schule nie was sagt, einmal was sagt. Was wie nichts? Wie, das kostet uns nichts? Spaß gemacht. Ja, was nicht? Ja, erklär, was habe ich damit gemacht? Jetzt erklär's. Was kostet das? Ich muss kurz ein Telefonat springen, ja? Jetzt stellt er sich tot, Alter. Ja, jetzt guck mal. Wenn wir viel ballern wollen, müssen wir auch dafür was tun. Okay? Wir müssen dafür was tun. Die Route wir fast ab, okay? Aber 100 Kisten nebenbei mal ein bisschen reinwerfen. Ihr wollt ja auch Camper machen, oder nicht? Ja. Ja, also, dann müssen wir es auch schaffen, da ein bisschen was reinzuwerfen. Und ja, wenn, guck mal. Wenn Sachen abgerippt werden, dann ist das so. Das ist wie im Drogenhandel. Wenn die Bullen uns cashen, Bruder, dann ist verloren gegangen. Was sollen wir machen? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Da passiert das. Aber wir müssen trotzdem dranbleiben. Weil nochmal, Waffen sind teuer. Ja.
Was los? Yasin, Yasin, bitte, ja. Atem geht es nicht, tut mir so leid, ich vergesse, es tut mir wirklich leid. Marokkanischer Superheld, Darth Zippe. Es tut mir leid. Mach mal Darth Vader, bitte, bitte. Wenn der die Maske runter macht, hängt ein Ei im Gesicht. Darth Zippe, Bruder. Marokkanischer Superheld. Fahren Sie fort, General. Oh, Bruder, was auch immer, was du da ziehst, Bruder, das wird ins Krankenhaus bringen. Das wird dich ins Krankenhaus bringen. Er macht aber auch immer weiter. Boah, ja, ja, ey, das hört schon nicht gesund an, das Ding, Bruder, Walla. Okay. Der ist halt so ein Ding, ne? Der qualmt auch wie ein Kamin, ne? Hey, das ist schon jemand anderes. Ey, das haben wir jemand anderes. Tschechischen Trödelmarkt gekauft, da irgendwelche Eschischas, Alter. Ja. Rommels Frau... Mit 14.000 Zügen, ja, Bruder. Was laut ihr denn? Rommels Frau will ich kennenlernen. Wir hatten wir Hallo sagen. Ich war doch gestern da, sie hat doch geredet mit ihm. Ja, die weiß nicht genau, wer das ist, hat sie gesagt. Ich kann noch kurz was zum Thema Dunkel sagen. Steht jetzt da draußen und mich kennenlernen. Hallo, da sie redet mit dir auch einfach. Was ist die? Vom Lager. Lager, die wandelt gerade die Geschäfte vor Rommel für die Schweißgeräte. Ehrlich? Ja. Wer hat hier das Egon? Du wolltest dich gerne vorstellen, richtig, vernünftig. Okay, warte mal ganz kurz, ich muss Rommel anrufen. Das macht man so. In die Futterluke. Man kann nicht einfach jetzt, warte mal kurz. Rommel ist leider nicht da. Ist wirklich nicht da? Nee. Nein, so wie sie gesagt hat, nein. Levin? Ja. Komm mal kurz. Lassen Sie mir SMS da. Kann ich noch irgendwas sagen, General, zu Thema Drohnenkisten, damit wir das Thema zumachen? Ja. Ja. Anderen hat euch das ja schon geschrieben gehabt. Ab sofort, ihr lagert nichts mehr in normale Lager ein. Wenn ihr eure Kisten fertig habt, packt ihr das ins Privatlager. Sonntag zur Ausstellung, wenn wir von Borlas, eine ganze normale Reihe machen. Jeder gibt seine Kisten ab. Und dann gucken wir, wie viel ihr in der ganzen Woche gemacht habt, damit das nicht durcheinander kommt mit diesen. Ich habe das da eingetragen, aber nein, ich habe das wieder da eingetragen. Der andere holt mir drei andere Listen raus, wo ich gar keinen Zugriff drauf habe. Wo ihr irgendwas eingetragen habt. Ja, behaltet die einfach bei euch, wir geben die einmal ihr behaltet die beim Privatlager und am Ende der Woche gebt ihr die ab und dann gucken wir, wie viel ihr gemacht habt. Ganz einfach. Verstanden. Alles klar, jetzt mit dir. Nicht, am Ende gucke meinen Zweck irgendwie. Wer hat die Kisten 10 auf, wer hat über 100 geschafft? Anon 275, Frank 814, Ivo 150. Oh, 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 der Tisch kriegt mit hohen Kisten leicht. Wie hat der gemacht? Ja, Frank darf ab jetzt jede seine Mutter beleidigen, jeden Tag. Und man muss dazu rechnen, Frank wurden 120 auch noch abgerippt, ne? Ja, 1000 Kisten, der darf Mütter beleidigen. Du scheiß doch. Alter, hat er 1000 Kisten gemacht. Ja, los, Frank, krass. Los, Frank. Okay, der weiter. Geschäfte. Ich muss gleich zu ihm, Kutsch. Ja, gleich. Ey, guck mal, wenn ihr zu Frank geht und bettelt, dass er euch diese 100 Kisten abgibt, damit... Ey, Altec, ne, ich krieg das raus, wenn ihr so nicht schreibt. Sowas mach ich denn? Was denkst also, du von mir? Also, er hat das mir gestern sogar angeboten. Er hat mir guck gesagt, guck mal, falls du es nicht schaffst, was denkst du von mir? Dann kann guck ich es dir mal vorlegen. Guck mal, wie der ist. Altec macht 100%. Guck mal, der ist so korrekt, der Frank. Dann ich würde 3000 machen. Man muss nur lieb zu ihm sein. Ja. Respekt geben. Und ihr müsst euch beleidigen lassen und dann kriegt er auch Kisten. Fertig, genau so. Kimo hätte bestimmt 200 gegeben. Ja. Seine Mutter vielleicht auch. Free Kimo. Ey, Jungs. Egge hat 162 gemacht. Da ist er doch nicht. Nein, warte, was? Dann alle 100. Faser 110. Kate 430. Stark, Schwester. Maxi 114. Sonst alle 100 und so machen wir dann für einen Streber. Ey, zähl mal bitte auf, wer genau 100 auf die Zahl genau hat, würde ich mal gerne wissen. Ich. Danke. Levin. Alba. Levin, ja. Armo, Atze, Azira, Chase, Ermi. Boah, viele alte Vögel dabei. Phaser 110. Alte Vögel. Wenn wir sagen James alte Hasen, der sagt viele alte Vögel. James 103. Viele alte Vögel sind dabei. Viele alte Vögel sind dabei. Da denke ich mir auch manchmal, Bruder. Alter, wie viel hat das? Chat, Digga. 814. Komm mal, Junge. Ich hab gar keinen Überblick. Ich Frank. Ich hab keine Ahnung. Frank. Ja. Wenn du eine Kiste, ne, nur eine einzige Kiste irgendeinem mir zusteckst, damit er auf seine Zahl kommt, haben wir ein Riesenproblem. Okay. Okay.
Wenn die sind nicht. Ja, weil hier sind schon die Leute, hören du aus 800 Kisten, die wollen schon wieder Anteile kaufen. Um Gottes Willen. Ja, guck mal, jetzt sind wir zum Beispiel eine, der wäre direkt Frank bei mir. Was hast du mir gestern gesagt, Frank? Alper. Das ist sowas. Nein, sag's ruhig. Hat er versucht. Ich hab nichts versucht. Er hat das nicht versucht. Ich hab nichts versucht. Er meinte, er konnte nicht halt wegen Internet und egal. Halt was? Wie bitte, Frank? Hör mal. Sorry. Aber ich sag ehrlich, wer auch sehr stark mit Kissen war, ist Wallet. Also der macht auch sehr, sehr viel. Wallet Maschinen, Streber hier Nummer 1. Wallet ist aber noch nicht mal lange da. Ja, er hat gestern, glaube ich, 200 Kissen gemacht schon an einem Tag. Jungs, bitte. Oh, das wird rot auffüllen. Ich dachte, er hat 0. Nein, er hat die Privatlager. Achso. Okay, Maschine. Gibst du mir 100? Wo ist Alper? Ja, Bruder, ein Typ. Alper? Da drüben. Sprich mit dem. Hä? Achso. Alper, General, er ruft. Lass die Gespräche. Ab sofort, jeder, der unter 100 Kisten ist, unbegründet, kriegt direkt eine Verwarnung hier bei uns. Gehen die Warns irgendwann weg? Ich wollte gerade fragen. Nein. Gar nicht? Die Warns sind nach 2 Wochen hier weg. Ich hab einen Blenden bekommen. Ich hab einen Matur bekommen. Sorry, Jungs, ich wollte mal alle 2 Wochen. Karre, mach Feuer, sagt nein. Ja, General muss doch. Ja, alle 2 Wochen werden die Wards gelöscht. Ja, genau. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 2 habe, werden dann komplett die beiden gelöscht oder nur eine? Oder ja. Kommt es drauf an, welchen beide. Zeitpunkt? Beide. Okay. Wir machen immer einen halben Monat Abschnitte. Ja. Okay, ich verstehe. Vom 1. bis 15. Januar, vom 16. bis 1. Alter, warum redest du? Hast du einen Schlaganfall? Wie redest du? Ja, das ist voll lustlos irgendwie. Was ist mit dir los? Wer steht da am Pool? Der will, glaube ich, lieber Autorennen fahren. Jungs, wer steht da? Das ist Jeffrey, das ist Gerd. Gerd. Salut, Gerd. Das ist mein Kollege. Das ist voll maskiert, du kannst gar nicht wissen, dass es Gerd ist. Doch. Ich erkenne es auch an der Kette. Gerd, du alter Rabauke. Ich grüße meinen Vater, der kommt früh aus dem Puff. Ja, also Gerd. Ja, Vater. Rebelein, wunderschön. Frage stellen. Danke für 25 Monate. Wenn man dich reden hört, wenn du irgendwas aufsetzt, wenn man selbst... Suizidgefährdet wegen Liste. Der Liebeskummer. Ja. Muss mal wieder einen wegstecken. Was an die Burgies. Ja. Hast du liebes Kamera? Hä? Vater, halt mich. Halt mich, Vater. So, wie viele Leute kommen noch? Wie viele sind wir denn überhaupt? 83. Wir sind gerade 22. Wallah, Vater, nein, bitte. Wir sind 21, General. Es sollten aber eigentlich. Ja, also ich weiß nicht, was mit Ferrat ist. Ja, wenn nicht noch kommen, dann. Also Ferrat ist da, Ferrat ist da. Achso. Ja, ich habe nirgendwo gesehen. Der turnt irgendwo rum. Ja, wir müssen noch ein paar mehr werden. Dann können wir was starten hier. Wie können wir Hemmenau gehen drin? Wenn wir schon ja, komm, wir fahren mal die Stadt. Komm, wir sitzen mit den. Wir fahren mal die Stadt. Wir müssen noch. Oh, komm mal, Gerd Abi. Get up. Ey, und zieht die Westen aus. Zieht die Westen aus. Zieht normale Dings. Warte, muss ich? Die Westen müssen sie mal. Aber die Westen sehen geil aus, General. Die Westen, ja, oder? General kann ich anhalten. Das sind unsere schönen Westen. Ja, und wenn ich sage, zieh die Weste aus, ziehst du aus. Dann zieh ich die natürlich aus. Also, okay, was ist das für eine Frage? General, wolltest du nochmal mit Mr. Bitcoin sprechen wegen Waffen? Levin, komm mal zum Lager. Wenn ich Schemino bin. Ja. Hightech, willst du was? Oder? Komm mal zum Lager. Fahren wir jetzt in die Stadt? Mal Gerd, was du isst. Hightech, könntest du bitte deine Weste ausziehen? Wäre doch viel höflicher. Was du isst, Jungs. Rebel, mein Bruder, wie geht's dir? Vielen Dank. Nein, das ist, wenn da muss ein bisschen höflich reden. Paco Sanchez im 6. Ein halbes Jahr ist voll, mein Bruder. Ja. Vielen Dank. Okay. Er hat liebes Kummer an Burgies. General, willst du ein Call-Auto? Auf gar keinen Fall. Der sieht super aus. Schauen Sie bitte. Sag mal. Oh, wer ist warte. Fahr einmal zur Seite. 300. Du fahrst okay. Du, Bayern. Was ist denn hier los, ey? Der ist richtig. Wild Westen oder was? Ja. Ich hab noch eine Woche. Der sieht aus halt wie Tokyo Drift, Alter, die Felgen, ja gut, wegen Offroad, ne? Aber kannst ja, du eh jetzt wechseln, gibt's kein Offroad mehr, Bruder. Ja. Jetzt aber die Felgen. Kommt auf die Felgen auch nicht mehr drauf an jetzt, Bruder. Ja, Jugula. Ey, Jungs, was mit dem Bruder hier, der hier rechts an der Ecke gegangen? Fahr mal weg davon. Der gehört zu mir. Ah, so, ja. Vater! Oder einfach 28 Milliarden Anwärter oder so. Wer bist du? Zieht mal eure Weste aus. Ey, guck mal, wenn du jetzt nicht sofort sagst, ich bin kriegst ein One-Tap von mir, du Maniac. Wer bist du? Was ist hier los? Bruder, General, er hat meine Mutter meldet. Sorry, Bruder. Oha, oha, er holt Rote raus. Chill mal. Wer bist du denn? Sag mal deinen Namen. Wir waren zusammen mit La Honda, drüben in Hoffnung. Ja, okay, kann ja gut möglich sein. Trotzdem, wer bist du? Jan. Achso, Jan. Ja, jetzt kennt er mich auf einmal.
Hey, und John, die erfolgreiche Zeiten bei Launda. Dann lasse ich euch mal in eure kurzen Geschichten. Nee, nee, lass mal. Das erfolgreich war unangenehm. Sehr unangenehm gewesen. Ja, ich lasse euch mal kurz über diese kurze History ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Ricardo, Lopato. Das kann ja kein langes Gespräch werden. Kannst du mal noch nicht schießen? Digga, wie fährst du denn? Digga, willst du schlägen oder was? Hey, wer ist das hier? Wer ist das hier? Wer ist das hier? Steig aus. Steig sofort aus. Steig aus, Hände hoch. Mach mal die Waffe weg. Bitte. Waffe weg, du Idiot. Hey, zieh mal die Westen aus und du reparier mal mein Auto. Bevor ich dich. Wen meinst du? Ja, wem wohl? Crash Bandicoot. Crash Bandicoot hier. Reparier mein Auto. Ich hab keine Reparaturgast. Du doch nicht. Ich hol eins. Ich mich. Bruder, red doch mal mit den Brüdern hier über die krassen Launda-Zeiten, bitte. Ja, ey, General, warum machst du das? Ich bin so höflich zu dir jedes Mal. Ich doch auch. Walla, ich will General? Nicht reden. Ich bin komisch. Ich will nicht mehr. General? Ich auch. Bruder, alles gut. Meinen Sie mich? Nein, nein. Alter, ich bin Blattout. Wenn Kino geht, dann geh ich auch Spaß. Nein, nein, alles gut. Ich bin hier. General? Ja, bitte. Haben Sie kurz 2 Minuten? Ja, hab ich. Dann kommen Sie kurz mit. Ach so, das ist toll. Nein, ich repariere nur. Warte. Ach so, natürlich, natürlich. Neues Auto erstmal reparieren, das ist gut. Ich habe gar keinen Bock auf Zivi. Was? Alles gut. Hör, wer ist das hier? Kanon? Kanon, Alter. Wer ist das hier? Weiß nicht. Hallo. Wem bist du, Bruder, Dunrot? Hallo. Von Redlight, Bruder. Redlight. Gibt's doch schon wieder, Bruder. Bist du ein Mello da oder was? Ach so, du hast nur deine zu Ehren die Sachen an. Ja, nein. Geil. Aber ist das Mello? Wer bist du? Emilio, Bruder. Emilio, salam alaikum. Alaikum salam, Bruder. Was geht? Was machst du? Bruder, ich wollte fragen keine wegen Erweiterte und so. Aha. Bruder, bist du Bulle? Jetzt ich bin doch Kaffee. Ich weiß. Ich muss mir nur fragen, mein Bruder muss zugeben. Ja, ey, gib dem Bruder mal ein paar Max. Ja. Geh dir mal kannst mal rein. Geh mal rein. Sorry, Jungs, da kommt einer. Lorik, Habibi. Gib dir mal rein. General. Habibi, Lorik, danke für 20 Euro, mein Bruder. Eddie. Salut, Männers. Guck mal, die Idioten, was sie machen. Hola. Weiß ich nicht. Im Anwesen, einer ist hier. Ich glaub, drinnen. Im Anwesen, ja. Seid ihr blöd jetzt? Jungs, wo liegt denn der Medic da? Hallo. Sollten wir alle wieder poolen, oder? Ey. Sollen wir poolen? Ja, nochmal da. Alle wieder poolen. Wir können ja mal in ein ruhiges Action gehen. Also ihr drei meint. Das ist der Weg. Ey, zieht mal die Klamotten aus und geht mal nach hinten und setzt euch mal da auf die Couch, wo ihr gestern gesessen habt. Aber ganz schnell, bevor es hier alles verrutscht. Ey, zieht die Sachen aus. Bleibt einfach mal da sitzen, bis ich komme. Bitte. Das schaut General. Beste aus, ist Richie gerade anwesend? Bitte? Oh, was geht ab, Richie? Salam alaikum. Alaikum salam. Kennst du mich noch? Wunderbar. Deine Stimme kenne ich noch, Alter. Seko, Bruder, Hoffenheim. Oh, Seko, salam alaikum. Bist du Medic jetzt oder was? ja, auf entspannt. Ich hab keinen Kopf auf die Familie, ich sag dir ehrlich. Ja, sehr stark. Und wie läuft es bei Medic? Machst du hier die Weiber klar, hä? Nein, Bruder, ich. Alle Männer, die beim Medic sind, die wollten nur Weiber klar machen. Nein, Bruder, nein. Ey, machst du gerade echt dein. Ey, das ist ein Porsche, mein Bester. Wie kannst du den Fuß so, Porsche? Ich hab saubere Latschen, siehst du von Louis Vuitton. Okay, wunderbar. Ja, läuft bei Medic, hä? Ja, muss gutes Geld, Bruder. Aber ist ab und zu halt langweilig. Sehr gut. Freut mich. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß als Medic, Seko, Bruder. Pass auf dich auf. Ich weiß nicht, wer das ist. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, mein Bruder. Ey, Wakusang, Yalla, okay. Pass auf dich auf, Chum. Ciao. Launda, boah, gar nichts. Ich mal noch zu eine geile. Der hat gesagt, dieser Mann hat so eine geile. Bruder, weißt du, was ich mir denke? Uah! Ja. Ist das gang und gäbe? Mhm. Bruder. So, General. Wo sind die denn alle? Ja. Jungs, könnt ihr mal alle bitte kurz zur Couch kommen? Das wäre super. Alle. Wirklich alle. Nur die zwei Nackten bleiben da sitzen. Und stellt euch mal auf. Die eigentlich tot sind. Nicht sitzen? General, 2 Minuten, wirklich, 2 Minuten. Ey, bleibt mal da sitzen, der Rest geht alle rüber, da rüber zum Pool aufstellen. Ja, komm her.
den gesonderten Preis? Nee, warum? Keine Ahnung, hat er mir irgendwie so. Deswegen, ich frag immer nochmal nach. Jo, was wegen Preis, Bruder? Oder ich wollte fragen, ob die mir einen besseren Preis machen könnt, vielleicht. Wie viel willst du haben? 2,5, 2,7, wenn es okay ist, pro Aufsatz. Ja, wie viele meine ich, wie viele? Achso, 25, 25 wollte ich kaufen. Für deine... Also für Kaffee, für die so, Kaffee-Leute. Genau, ja. Wer ist denn jetzt der Kopf eigentlich von Kaffee? Azira. Charlie. Lol. Ja. Gut, Charlie ist mein Bruder. Charlie ist mein Bruder, das reicht schon. Für Charlie 2,7 kriegt ihr, mein Bruder. Korrekt, Bruder, ich küsse dein Herz, danke dir. Ja, alles und klar. Pass auf, Charlie ist nicht nur ein Bruder, sondern ein Bruder, ihr kriegt's für 2,5. Habibi Richie. Und du sagst Charlie schöne Grüße von mir. Mach ich auf jeden Fall. Alles klar, wunderbar. Gib den Frank, was sie braucht. Alles klar. Wunderbar. General! Oh, Salam bitte. Salut, Generale. Salut. Salut, General, wie geht's dir? Salut, die ganzen Schaulustigen tauchen hier auf, oder was? Ja. Ich dachte, ich lass dich nicht alleine, General. Wo ist Gerd? Wieder schlafen, oder? Wirklich? Der Beste, aber nicht Holze. Gerd, wo bist du? Wo ist Gerd? Ey, was macht ihr? Oh, das ist Richie. Einer meiner alten Leute, Richie. Rich, hast du deine Cousin, Tiger? Sein Cousin von Jorgo, das ist der Cousin von Jorgo, der am Animas mit mir schläft. Ich dachte schon, du bist Travis Schrott, kennst du den? Das kommt jetzt zum kennst zweiten Travis Mal. Travis Schrott? Ja? Beim ersten Mal hast du zwei Tiger auf meinen Arsch gehetzt. Warst du bei mir im Käfig? Ja, stimmt. Yeah. Stimmt. Weißt du, was ein Raboxi gemacht haben, Gerd? Ich weiß. Hey, Rich, mein Bruder, danke nochmal. Mein Bruder, schöne Grüße an die Brüder. Ne? Pass auf dich auf. Ciao. Sein Cousin stand immer Seite an Seite und auch Smokey ist ein bisschen anders, Alter. Das ist eher so, weiß ich nicht, chaotisch. Hast du Drogenprobleme, Bruder? Jorgo war immer im Anzug, fein gekleidet, weißt du? Der ja, deswegen, jetzt sieht er aus wie Travis Schrott, Bruder. Was ist denn da passiert mit Kreuz auf der Jeans? Was passiert, Smokey, Alter? Man muss sich anpassen im System. Wenn sie so rumlaufen, muss auch. Wie Zombie-Apokalypse hat es auch die normalen Leute alle getroffen, Bruder. Ja, normal. Aber ey, Richie, wenn du irgendwie mal so undercover umbringen willst, schick ihn einfach. Ja, ist gut. 100% sehr Vertrauen? Gut. 100%, 1000000% sogar. Ja, sehr stark. Und also wenn mit wem bist du denn rum? Mit wem machst du denn rum? Was machst du denn? Ich sag dir das mal grob, ja? Ich und meine Eier machen das. Also bist du nur am Rumziehen hier? Ich bin am Rumziehen, Leute, gib mir Geld, ich töte Leute. Der ist schon lange Penner. Der arbeitet auf Auftrag, so auf Auftragsbasis. Sehr gut, von Mord zu Mord. Ja, ja so kannte ich auch mal ein paar Leute, die von Mord zu Mord gelebt, oder? Ja, aber der ist gut. Also der macht's auch mal mit mehreren. Also das ist kein Problem für den. Du machst auch mal mit mehreren? Ja. Dreier, Vierer, Fünfer. Wahnsinn. Am Polen, mein Bruder. Geht ab und zu klar, natürlich. Ja, genau, Smoky, genau so. Sehr stark. Ja, alles klar, Smoky, du weißt Bescheid? Ruf den Herrn an, dann kannst du da auf der Route arbeiten und dann machst du die Abrechnung mit dem. Alles klar. Dann, wenn mal was sein sollte, so? Smoky, ne? Jederzeit, wenn irgendwas sein sollte, bitte, ruf mich auf keinen Fall an, mein Bester, ne? Ja, ich ruf dich nicht an, mach dir keine Sorgen, ich weiß schon. Der ist so alt und immer noch gut. Nein, wenn was ist, komm vorbei, Bruder. Wenn du Gerd sein Bruder bist, bist du unser Bruder. Das freut mich natürlich. Der ist ein Cousin, mein Bruder. Der ist einfach nur ein Penner, der hier rumstreuen hat. Aber klar, dann verpiss dich jetzt vom Anwesen. Ja, okay. Ich bin mein Vater. Der ist Bulle. Ehrlich? Wer weiß, wer sein Vater ist? Antoine. Ach du Scheiße. Man sieht sich. Ciao. Wie der so lange als Bulle überleben konnte, bis heute weiß keiner, Antoine. Wahnsinn, ne? Warte mal ganz kurz.
Ausgerechnet heute. So. Das sind die, die aus MOB rausgegangen sind, die 20 Mann. Ah, okay, okay. MOB sind die rausgegangen? Jo. Boah, so viele. Ja. Hey Jeff, wie siehst du schon wieder aus? Willst du mich eigentlich verarschen? Geh dich mal um, bevor bald kriegst du Verbot, auf mein Anwesen zu kommen, ne, wenn du so aussiehst. Geh dich umziehen. In beige, bist du Riviera, mach dich ab. Welche Farbe soll ich denn anziehen, General? Willst du mich schwarz wenigstens? Nein, oder du bist ein Zivi, du ziehst weiß an, weiß rum. Oder weiß, genau, genau. Okay. Alle Zivis sind weiß rumrum. Stell dich mal zusammen hier, Bruder. Weißes Hemd, weiß einfach nur. Bruder, die sind mal blau, die sind mal gelb, die sind mal alles. Die Zivis sind die ganze Zeit, seit drei Wochen sind die weiß. Karim, du auch mit deinem Hip-Hop-Hoodie da. Zieht euch mal um. Nimm mal Jeff mit, zieht euch mal richtig an, wie die anderen. Komm, Karim. Okay, General, der Herr und deine Nummer ist der neue. Level? Ja. Das ist der 12er dahin. Sag ich, Kuhn 12er ist da, der will mal deine Nummer haben, ne? Ich hab da, ich komme. Ich hab nie Hunger, Emilio, Bruder. Ich glaub, MOB hatte gestern wie viele Bloodbots? 20. Das ist crazy. MOB? Boah, geil, Alter, alle mit Motor. Ja, der ist der jetzige 12er von Jarikun, General. Grüß dich, mein Bester. Richie. Wie geht's dir, mein Lieber? Bleib besser, dir, kurz schon sehen. Wie geht's? Alhamdulillah, mein Bruder. Ich hoffe dir auch. Alhamdulillah, Bruder, mir geht's auch gut. Ich bin nur hier wegen deiner Nummer, ich hab die nicht mehr. Gib mich dir sofort, Bruder. Dass man dich erwischt. Da ist die 391. Ja. 950. Alles klar. Lass mal anklingen, Bruder. Ich schick dir SMS, warte. Ich schick SMS. Sonst wie los bei euch? Wie geht's euch? Alhamdulillah, Bruder, alles sehr gut. Sehr gut. Familie läuft. Wir hatten ein bisschen Pech mit Blitzkrieg, Bruder. Mit was? Mit Blitzkrieg. Ach, Blitzkrieg. Ja, ja. Ah, Blitzkrieg, wir haben auch zwei Dinge von denen gekriegt, muss man echt Bruder, sagen. Bruder, stimmt, 6, 2, 7. Wir haben 3, 4 Kriege gewonnen gegen und dann Platz haben wir unterschätzt, Bruder, haben 2 Ohrfeigen gekriegt. Bruder, die sind nicht mehr die Truppe von damals, die sind gut. Die sind gut, muss man denen sagen. Sind besser geworden, Bruder, ja. Bruder, stand 6-2 für uns, dann im Krieg, Bruder, hatte mein Heli-Pilot 2-mal Kopfschmerzen. Ach du Schuss. Ah, das ist tot. Und dann haben wir 3-1 gewonnen, Bruder, ja, ja. Familie ist da. Was sonst, Bruder? Jetzt erstmal 1-2 Tage wieder ein bisschen reinkommen, weißt du? Ja, wir auch, wieder Waffen, wieder Sachen, wieder ein bisschen... Ja, wir haben dauerhaft Krieg seit, keine Ahnung, 2 Monaten. Bruder, wir hatten 2 Wochen durchgängig Krieg, Bruder. Jetzt 2 Tage ist ein bisschen Ruhe. Mal gucken, was die nächsten Tage mit sich bringt. Ja, sehr gut. Und, sehr ja, gut. Wenn, was ist, wenn ihr was braucht, mein Bruder, ruf einfach an. Ja, du auch, Bruder. Ich hab schon gehört, ihr habt... oder vielleicht reden wir mal wann anders, Bruder. Ja, gerne, gerne. In Ruhe, wenn du willst. Wir kommen euch gerne mal besuchen, mein Bruder. Inshallah, Bruder, inshallah. Alles klar, ruf einfach an, mein Bruder. Ja, Allah, assalamu alaikum. Ciao, ciao. Alaikum salam. Ciao, ciao. Alaikum salam. Nutschi? Ja. Ach nein, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Scheiße, Digga. Warte kurz. Das war das Beste von allem hier. Ja, ne? Ah, hier sind rechts. Bruder, was für Hightech? Achso. Ja, ich habe ein Gerät, General. Was hast du? Ein bisschen geredet mit dem Neuen hier in der Stadt. Ja, sehr gut, sehr gut. Da sind zwei, da ist einer Bekannte dabei, General. Hodja. Echt jetzt? Hodja? Ja, ja, Hodja. Unser Hodja ist da. Wo ist Hodja? Ey, guck mal durch die Westen aus. Da, mit der Heineken in der Hand. Du sagst nur, was ich sagen. Alle Westen ausziehen. Hier, Aiden. Brauch ein paar Shark? Nummern, haben die gesagt. Hightech. So betroffen. Okay, ich hab Shark. Für was gibst du deine Nummer diesen Brüdern? Ey, es gibt keine Option in dieser Welt, dass ihr wegen irgendwas Hightech anrufen werdet. Warum nicht? Warum nicht? So, ja? Doch, Shark, hat mich gefreut. Wir machen Geschäfte. Sehr gut, Hightech. Für was hast du jetzt deine Nummer gegeben, Hightech? Für die Aufsetzung, Pipapo, so ist es. Sehr stark, sehr stark. Grüß euch. Grüß dich. Wie geht's euch, Jungs, Männer? Wunderbar. Wie geht's euch? Wer seid ihr? Muss ich natürlich erstmal fragen. Wir sind neu in der Stadt. Seit heute. Wir sind die Black Devils. Black Devils. Ah. Hab ich schon mal gehört. Ja. Ja. Freut mich. Schön, euch zu sehen. Vielen Dank. Hey Jungs, ja. Aber eine Frage habe ich. Ist nicht gefährlich mit Motorrädern in dieser Stadt? Wie meinst du das? Nicht lebensgefährlich, so wie die Autofahren hier. Ja, auf jeden Fall. Es liegen schon wieder 5 Leute von uns. Siehst du, heißt Platz. Aber alles gut, das gehört dazu. Aber da müsst ihr durch, das ist euer Ding, Alter. Ganz genau. Da müssen wir einfach durch. Wenn ihr euch auf dem Moped anschnallt, trotzdem könnt ihr euch runterballern. Ja, schwieriger, aber es geht trotzdem. Ja, die kommen halt mit 300, da hast keine Chance. Ja, genau.
Ja, das ist immer ein Problem von den Rockern hier in der Stadt, dass die Leute einfach drüber brettern, Alter. Aber egal, immer trotzdem schön zu sehen, dass es immer wieder Biker gibt, die Bock haben, hier was zu machen. Das ist doch super. Ja, ich glaube, die Jungs haben richtig Bock drauf. Also die sind auf jeden Fall heiß. Ja, das freut uns, das freut uns. Wo wohnt ihr denn, mein Bruder? Wir wohnen jetzt aktuell bei 9322. Schreibt das mal aber, bitte auf, bitte, die Infos. Aber wir werden wahrscheinlich umziehen, wenn alles gut läuft. Inshallah, Inshallah, sagt man doch. Hoffen wir es. Ganz genau. Habt ihr schon ein bisschen so Übersicht, was Geschäfte angeht? Ich denke, hier sind viele, die die Stadt kennen. Also, ihr seid nicht neu, denke ich mal, oder? Nein, wir sind nicht neu. Also, wir sind schon sehr lange hier. Also wisst ihr, wie die Stadt läuft, da müssen wir darüber reden. Ganz genau. Wunderbar. Dreckig und ehrenlos. Richtig. Und wenn ihr irgendwas von der Aufsatzroute braucht, die gehört uns, jederzeit könnt ihr euch melden. Einfach bei mir melden. Auf gar keinen Fall bei Alltag melden. Habt ihr die Nummer von anderen? Ja, ich glaube, Sven haben ihre Nummern getauscht, ja. Doch, ihr könnt auch Alltag anrufen. Alles gut, ihr könnt auch Alltag anrufen. Ja, ansonsten, wie gesagt, freut uns immer wieder neue Leute zu sehen, die Bock haben. Und dann wünsche ich euch natürlich auch viel, viel Erfolg. Und lasst euch, wie gesagt, nicht von diesen Bastarden hier unterkriegen. Das sage ich immer wieder. Auf gar keinen Fall. Weil ihr wisst, wie es ist. Ja, wenn die neue Leute sehen, dann werden die Arme breit bei manchen Leuten hier in der Stadt. Ne? Das kann schon gut möglich sein. Ja, aber ich weiß ja so ein bisschen, wie diese Stadt läuft. Also wir bekommen das schon hin. Definitiv, definitiv. Ich habe mitbekommen, ihr wart im Krieg, richtig? Ja, dauerhaft. Wir haben jetzt... Wie lange sind wir jetzt dauerhaft im Krieg gewesen? 2 Monate? 1,5 Monate? Keine Ahnung. Krass. Also seitdem wir auch die Route haben, ist natürlich immer wieder Route beschützen, Route dies, dann kommt Camper hier, dann greift dich einer an, weil du falsch geparkt hast. Also man hat immer Krieg. Ja, das glaube ich. Ja, das Krieg ging Platz auch, ne? Ja, ja. Das wie waren auch die einzigen, wo wir sagen mussten, da haben wir zweimal den Kürzeren gezogen. Wir haben gedacht, das wird so ein kleiner Nebenbei-Snack. Aber wenn man erstmal Platz hört, denkt man, das ist irgend so eine dahergelaufene Truppe, wie es eigentlich immer gewesen ist, all die Jahre vorher. Ja. Aber nee, die Jungs waren gut. Wir haben die unterschätzt. Das haben die gut gemacht an dem Tag. Ja. Ja, man darf auf jeden Fall nie jemanden hier unterschätzen. Ja, das ist inzwischen, ich glaub, das sind alle auf einem guten Niveau. Ja, und ja. Leute unterschätzt, passiert genau das. Ich hab ganz genau, das stimmt. Geklärt, ne? Da ist Hodja bei euch. Ja, Hodja ist bei uns. Wo ist der? Hodja, komm doch mal nach vorne. Wie geht's dir? Ich wusste schon immer, dass du ein Rocker bist, Hodja. Immer ein Heineken kicken. Ich wusste doch, dass du nach Uwe kommst, dem alten Alkoholiker. Normal. Geht's dir gut, Hodja? Gut, und euch? Wunderbar. Wollte ich ein Bierchen? Ich hab noch einen 6er Bock. Nee, heute nicht. Unter der Woche nüchtern bleiben, ist ganz wichtig. Okay. Ja, mit Hodja hast du auf jeden Fall Top-Mann an deiner Seite, mein Lieber. Hodja, bitte. Ja, das glaube ich. Bis jetzt tanzt noch keiner aus der Reihe, aber ich glaube in der Zeit. Das kommt in der Zeit. Ja, das kann man nicht verhindern, das ist normal, aber. Natürlich. Wie kann man immer sagen, wenn eine Familie neu ist, genießt die Anfangszeit, das ist die beste. Ja, das stimmt. Und ich merke es schon. Ich merke es schon. Unsere ist 4 Jahre her, Bruder. Deswegen sage ich das immer wieder: genießt die erste Zeit, ist immer die beste. Weiß man gar nicht mehr, wie das. Ja, das glaube ich. Seid ihr aus irgendwelchen Familien entstanden oder seid ihr komplett neu hier in der Stadt? Nein, es sind manche aus SCU. Ah, okay. Es sind manche von MOB. Sind manche auch von Rivera. Okay, also. Es sind ein paar aus alten Kafkas, alte Ballers. Ja, sehr gut, habe ich gut. Und alte Platz. Sehr gut. Wie zum Beispiel auch, ja? National. Genau, so also ein bisschen Mischmasch, aber ja, man kennt sich schon sehr lange. Wenn die Leute Bock haben und die alten Familien gibt es nicht mehr, was ist die beste Lösung? Ihr kennt doch, glaube ich, auch Gibi, oder? Ja, klar. Gibi. Ist er da? Ja. Gibi und ich sind die Präsidenten dieser... Gibi ist nicht da gerade? Nein, Gibi ist gerade nicht da. Ah, okay. Ja, Gibi, der Arme, hat auch irgendwann den Verstand verloren. Auf einmal, der hat einfach, seine Stimme ist auf einmal normal geworden. Vor allem, der war so ein lustiger Kerl früher. Gibi war der... Sein Herz umgedreht, der ist auf einmal ein sehr ernster Bruder geworden. Der war der Lustigste, aber irgendwann war vorbei, Alter. Er hat nicht mehr gelacht. Ist der noch so happy wie früher oder ist er sehr ernst geworden, ehrlich jetzt? Der ist ernster geworden so? Ja, ne, ja, hab ich auch gemerkt. Aber immer noch ein sehr lockerer Typ. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Wer kennt Gibi noch von früher? Der war ja, Bruder, Sonnenschein, der Bruder. Aber irgendjemand hat ihm Leid zugefügt. Bruder, wir haben ihn nachräumen. Die Zeit kenne ich gar nicht von ihm, muss ich ehrlich sagen. Ja, der war richtig lustiger Kerl, ehrlich. Der war immer happy, der war nur am Rappen, am Singen, am Witze machen. Wenn du gesehen hast, Alter, hat dir Lachen aufs Gesicht gezaubert, sagen wir mal so. Ja, die Zeit kenne ich gar nicht. Der Bruder kennt Gibi nur mit schlechter Laune, sehr gut. Ja, aber ist doch cool. Ey, da wünschen wir euch viel Erfolg.
Mit den Namen, die du hier gerade reingeworfen hast, dann denke ich, sind das hier alles Massenmörder, die töten wollen. Richtig. Dann denke ich, seid ihr genau richtig und ja, ich bin mal gespannt, wann man das erste Mal von euch hört, wie ihr hier nach vorne marschiert. Wer ist das mit Redlight-Kutter? Der Bruder gut, der Präsi. Der? Jetzt der Präsi gut, der redet nicht mehr. Unangenehme Stille. Oh, Allah, ja, dick unangenehm. Ey, Matteo, ja. Matteo, hast du gehört? Natürlich wissen wir auch, dass man, dass das wir einen Schwarzmarkt haben, ne? Beziehungsweise da das eine oder andere verkauft. Richtig. Ja. Wir können aber auch das ist auch immer noch so, ne? Ja, ja, das ist immer noch so, Schwarzmarkt bei uns. Wenn ihr da was braucht, ich denke mal, ihr braucht früher oder später Schweißgeräte für die Camper. Das könnt ihr alles bei uns machen. Ja, 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 man hört mich wieder, oder? Ja, ja, ja. Diskutier nicht, Leute. Wie gesagt, wenn ihr Schwarzmarkt was braucht, könnt ihr auch gerne hier unsere Leute ansprechen. Wir haben alles da. Salam, meine Brüder, Salam. Einen wunderschönen guten Abend. Gut, meine Freunde, dann ey, vielen Dank Bruder, fürs Vorbeikommen. So ne? Weird, vielen Dank. Passt auf euch auf, wenn ihr was braucht, meldet euch jederzeit bei uns. Willkommen in der Stadt. Ich glaube, fällt das Problem, aber alles danke, gut. Ja. Ich danke euch. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ciao. Hodja. Hodja. Hodja, komm mal her. Meru Alkoholiker. Komm her, du Alkoholiker. Ein, zwei Leute. Komm mal her. Oder gleich mal raus. Ein, zwei Hodja. Leute. Ja. Sicario oder nicht? Zivis an, bitte. Wir sind wie eine Sekte. Ja. Das sind die Cousins, ich weiß. Ja, siehst du. Alles klar, wenn ich dich brauche, ich ruf dich an, sag Salami. Dann bring dein Zug. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey, sag mal. Hey. Was ist da? Wer hat hier geballert? Wer ist das? Wer ist das? James, das ist das, Alter. Das war ich, das war ich. Was ist mit dir? Sorry. Aus weißt du, wie teuer diese Kugeln sind? Mister, ich hab 8 Küsten abgegeben, weil ich kein Internet hab. Weißt du, wie teuer die Kugeln sind? Du gehst hier mit unserem Geld sehr verschwenderisch und das geht nicht. General? Ja, sag Nummer. Ist schon der 12er von Serikun, haben uns gerade draußen gestritten und haben uns geeinigt, dass wir einen Fight machen. Boxing. Nein, nee, Schussfight, meinte er. Den könnt ihr gerne machen, aber der ist ein Blüter, ne? Ja, ja, das ist nur ein. Sie ja, hey, Jungs, nur kurz. Die Vapes ja. sollen in euch reingehen. Ja. Was? Nochmal? Diese Vapes sollen in euch reingehen. Ja, ja, Jungs, Wanda, weißt du? Ich war das wirklich. Ich war das nicht. Ich bin im neuen Star Wars, Alter, was? Okay, Alina. Darf ist es dann, hab ich schon gesagt. Wenn der Maske runter hat, Gerd, hängen zwei Eier im Gesicht. Komm. So, ey, wir haben jetzt was zu besprechen. Komm mal her. Wo sind die zwei Leichen, die hier lagen? Da hinten. Hier. Ja, die sollen wieder hier rüberlaufen, die Leichen. Die Leichen sollen aufstehen und rüberlaufen. Können wir kurz alleine irgendwo umgestellt reden? Wer, ich? Nein, alles gut. Du bist doch nicht Gerd. Die sollen mal alle am Pool kommen jetzt. Alle am Pool, alle am Pool. Ja. So, haben die auch gleich drei Schweißgeräte mitgenommen. Wer? Ja, hier die. Wer hat eine Frage? Black. Was sollen wir mit den Leichen machen, General? Ich leg dir den, okay. Und ich nein, nicht hier, hinten hinten hinlegen. Da, wo die Sachen sind. Auf der Couch, Platz, Alter. So. Auf die Couch da hinten, auf die Couch da hinten. Ich will mal so, ganz ey, zieh General. Dich mal an eine Seite. Die anderen, Bruder, wie sieht das hier aus? Wir sehen aus wie Kreisliga B Fußballmannschaft, wenn Trikots nicht gewaschen sind. Stell dich mal nebenan und zieh die Weste aus, Eitig. Hey, General? Ja. Anwesend dürfen noch West tragen oder nicht? Ja, wenn sie alle aushaben, kleiner. Dann könnt ihr sie doch alle ausziehen, Bruder. Ihr habt die doch den ganzen Tag an. Ah, okay. So, wer fehlt da hinten noch? Alle sollen herkommen. Ich wollte die Gnarre. Da sind noch Gerd und zwei andere Leute. Na komm. Geh mal rein, ihr Süßen, ja? Divis, macht mal so eine Reihe und dann wie eine Reihe. Das sieht dann geil aus. Weiß und schwarz. Weiter geht weiter links. Ja, ihr wisst doch, was ich meine, mein Bruder. Essen, trinken, komm.
Hey, passt schon. Was sagt er, hey? Jungs, guck mal weiter nach links. Lass mal runter. Hey, Armo. Passt schon. Leute schlafen, ja. Ja, mein Bruder, komm. Hör doch auf, du tragst mich an. Sitz doch auf, Junge. Schild doch mal, so gut ist der. Guck mal, bist du schräg, du Sänger, Alter. Guck mal, wir haben bei uns in Hamburg ein Spiel gehabt, ne? Wir spielen es jetzt mit euch. Der Nächste, der redet, ist ein Hurensohn. So. Kennt ihr das Spiel? Ja. Redet nicht. Schon jetzt das Danke, General. Was war das Thema? Das Spiel heißt, der Nächste, der redet, ist ein Hurensohn. Alles klar. Gut. Ich bin keiner. Und natürlich kichern und lachen bist du auch ein Hurensohn, ne? Aufpassen also, ne? Einfach mal eine Minute ruhig sein, bitte. Richie. Richard. Ja, bin da, bin da. Warum liegen da welche zwei Tote hinten? Ja, das sind Angeschossene. Kim und Ali, die ich gestern angeschossen habe. Ach so, okay, okay, verstehe, verstehe. Um die geht's jetzt ja auch. Verstehe, okay, okay. Alles klar. So, Familie. Folgendes Szenario. Ihr seht, die Leichen liegen noch da hinten. Es geht um Kim und Ali. Gibt's hier jemanden der Familie, der denkt, und da muss man ehrlich sein, die Herrschaften haben keine zweite Chance verdient? Jeff. Jeff sagt, keine zweite Chance, richtig? Positiv, General. Bei uns gab es noch nie eine zweite Chance. Jeder hat seine Chancen gehabt. Bist du schon lange weg. So, ich weiß, General, ich wollte doch die. Ich rede von den letzten zwei Jahren, General. Alles klar. Nicht von den letzten drei. Ach so, okay. Ach, stark. Wahnsinn. Okay, wer war das hier links, der sich gemeldet hat? Keiner. So, Jeff haben wir. Wen haben wir da drüben? Alper, ja, bitte. Ja, wir hatten das Thema schon sehr, sehr oft gehabt. Sehr, sehr oft hieß es, ich werde mich ändern und das wird anders sein. Aber da sind wir wieder an dem Punkt und es hat sich nichts geändert. Gut, Levin? Ich sehe das genauso wie Alpa. Er hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber nicht in dem Maße, dass es aushaltbar ist. Gut. Und wenn ich noch erwähnen darf, ja. Sonst auch in der Vergangenheit, wenn einer kam und kein Teil der Familie sein wollte, man hat doch direkt die Kugel bekommen. Und nicht mehrmals noch, nee, komm Bruder, nein, bleib nochmal hier. Das gab's eigentlich nie. Tja, das Gute ist, was es hier gab und was es nicht gab, das habe alles ich aus meinen Eiern erfunden. Ne? Das heißt, wenn ich es heute anders mache, dann gab es mal. Natürlich, ja, natürlich. Ja, dann nur, dass wir das mal geklärt haben. Das gab es hier nie. Ne, das sind natürlich die Service-Standards, die wir bei Cousins AG festgelegt haben. Ja, die sind natürlich variierend. Darum geht es aber nicht. Es geht um Folgendes. Ich habe den beiden gestern in die Fresse geschossen, weil die Herrschaften nach mehrmaligen, und der eine mehr als der andere, nach mehrmaligen Aufforderungen dachte, der kann ihm machen, was der will, und er kommt damit davon. Okay? Ich habe gesagt, ich kann mir nicht auf der Nase rumtanzen lassen, wir sind hier kein Clownsverein. Und wenn es zu einem gewissen Punkt kommt, dann muss ich Taten sprechen lassen, weil jemand, der nur von seinen Taten redet, aber keine Taten zeigen lässt, der ist nur ein Köter. Whisky, I love you, mein Bruder. I love you. Ja, wolltest du mich ballern, Whisky? Wolltest du mich ballern, Whisky? Nee, nee, General. Ich weiß, wie ich mit dir rede, dass du mich nicht ballern kannst. Ich weiß, General. Du hättest mich am liebsten heute umgeballert. Ich weiß, Whisky. I love you, bro. Meine Frage, hallo. Ja. Du mit deiner SMS. Ist nur meine Waffe verschwunden gerade? Ja. Es. Ja, meine ist auch da. General, ich hab einfach. Also einfach weg, Alter. Schreib mal bitte an. Ich wäre auch dafür, dass Kimo seine zweite Chance bekommt, aber ich würde dann auch zu gerne. Du halt die Fresse! Ich würde. Nein, ich. Du, nein, du Maul halten! Ich. Du Maul halten, bevor Fresse du auch deinen kriegst. Nein, 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 nein. Bitte, nein, General. Lassen Sie mich. Ah, okay, sag, komm. Ich will mich bei Ihnen entschuldigen und ich habe es auch mehrmals versucht und er ignoriert mich. Ich würde gerne mit ihm ein Gespräch aussuchen. Also.
weil. Also nochmal, und das erklären das wir jetzt, ihn, hier, das klären wir jetzt das, hier mal, ne? Ja. Wenn natürlich Frank, der schon länger hier ist, irgendwann mal einen Mental Breakdown hat und sagt, ich fick eure Mütter, ja, dann braucht man das jetzt hier nicht für ernst zu nehmen und jetzt hier einen Film draus zu machen, dass der irgendwie das ernst gemeint hat. Der hat einfach einen Mental Breakdown gehabt. Ja? Ich kenne den so lange, das hat er noch nie gehabt. Und wenn dann so ein Patzer von dem herkommt, ja, unzurechnungsfähig gewesen. Also wer das jetzt hier auf Lunge nimmt und jetzt hier irgendwie da so gekränkt ist und so. Also Jungs, ich bitte euch, wir sind hier keine Kinder. Ja? In dem besten Freundeskreis hat man sich auch untereinander schon mal die Fresse poliert. Und dann sitzt er am nächsten Tag halt wieder da mit zwei blauen Augen. Das ist geht aber nicht, General. Wie? Hände eben, bei wem im Freundeskreis gab es schon mal Ärger und danach waren es wieder Brüder? Nein, das ja, aber ich Ärger nicht. Und Mutterbeleidigung im Freundeskreis. Nein, nein, natürlich. Ich finde jetzt auch keine Rechtfertigung. Hört mal. Guck mal, ich sag dir, was die Rechtfertigung ist. Die kann ich dir auch ganz einfach erklären. Wenn jemand ein Jahr bei mir ist und sich ein Jahr lang nie irgendwas zu Schulden kommen lässt und dann auf einmal ein Riesending passiert, dann kann man das entschuldigen. Okay? Da kann man das entschuldigen, das müsst ihr auch verstehen. Wenn jemand bei mir ein Jahr ist und ich ihn 97 Mal ermahne wegen großen Sachen, wegen schwerwiegenden Sachen und nach 97 Fehlern immer noch nicht geändert worden ist, das kann man nicht verzeihen und das kann man nicht vergessen, okay? Okay, das ist ein Riesenunterschied. Wenn einer einmal im Jahr einen Ausrutscher hat oder einer alle 5 Tage einen Ausrutscher hat, okay? Dass Mutter hier beleidigt wird, um Gottes Willen, das ist No-Go. Dafür hat der Typ ein Jahr, hat er gebraucht, bis er die Goldkette hatte, die ist weg. Da steht er, hat nichts mehr zu melden. Und wenn er sich ein Ding noch leistet, dann fliegt er auch raus. Das ist das, was der gekriegt hat für einen Ausrutscher, der leider groß war, seitdem er hier bei uns ist. Okay? Und man muss unterscheiden. Und wenn man nicht unterscheiden kann, dann muss er die Fresse halten. Das ist wichtig. So, es geht jetzt um Folgendes. Ja, iTech, du noch? Ja. Also, aber generell, was Waller noch erwähnen wollte. Natürlich, ich habe selber natürlich meine Fehler, aber Kimo hat sich wirklich, also auf Ernst, als am Anfang da war mit mir, wir haben sehr scheiße gemacht. Das ist aber das, hör mal, Kimo, ihr wisst, ich mag Kimo, das weiß er auch, ich erkläre euch was, ja. Du scheißt einen Haufen hin. Du scheißt jetzt bei dir ins Wohnzimmer, okay? iTech, du kackst einen Riesenhaufen da hin. Ne? So. Der Hausmeister sieht den Haufen, sagt zu dir. Den kann ich nicht springen. Mach mal. Doch, General, bitte. Der sagt, Altec, hast du aber heute einen Riesenhaufen geschissen? Und dann sagst du, danke. Einen Tag später hast du wieder ins Treppenhaus gekackt, der Hausmeister findet es wieder und du sagst, aber der Haufen ist doch nur halb so groß. Dann ist aber immer noch ein Haufen Scheiße, mein Lieber. Trotzdem hat sich was verändert. Es hat sich nichts verändert. Hört mir mal zu. Ganz kurz, Richie. Hört mir mal zu, ihr Vögel. Warum Vögel? Kimo ist der Einzige in 4 Jahren, wo ich in dieser Familie bin, der 18 Mal sagen konnte, dass er ein Bloodout will. Gerd, kannst du lauter reden? Nein. Natürlich kann ich lauter reden. Kimo ist der Einzige, der 15 Mal gesagt hat, er will ein Bloodout. Das hat noch nie einer bei uns gemacht. Hat noch nie einer gewagt. Findet ihr das normal, dass jemand das oft sagt? Er regt sich auf, schreit rum, ich will Bloodout. Regt sich auf, schreit rum, ihr Bloodout in mich da. Zieht Hose aus. Wo sind wir hier? Wo sind wir denn hier? Sozialhelden e.V. oder wo sind wir denn hier? Und ich bin auch ein Freund von Kimo und ich will ihn in der Familie sehen, weil der gehört hier eigentlich her. Aber das geht nicht, Jungs. Oder ein Ali, der nach... Wie lange ist Ali in unserer Familie? Wie lange ist er da? 4 Monate. Drei, vier Monate bestimmt, was der sich hier erlaubt, Ansagen zu machen. Wir müssen das machen, wir müssen das machen. Warum machen wir das nicht? Warum machen wir so nicht? Alles wird hinterfragt. Zu nichts wird okay gesagt. Alles muss doch mal hinterfragt werden. Immer wieder Worte. Was ist das für ein scheiß Benehmen? Wir waren bei uns 4 Monate die Leute am Tor. Die Leute haben auf einmal bessere Ideen als Richie. Was ist das? Und Ali gehört auch in diese Familie. Er ist ein Freund von Kimo, also ist auch ein Bruder von uns. Natürlich gehören die in diese Familie. Aber dieses Benehmen kann Richie nicht dulden, Jungs. Er Bloodout mich. Du hast Blödmann zu mir gesagt. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Bloodout. Was ist das für ein Scheiß, Jungs? Im Kindergarten? Bloodout mich. Was, wisst ihr, was das heißt? Kennt ihr die Bedeutung davon überhaupt noch? Ich weiß, es hat sich einiges verändert und Leute gehen wie Nutten von Striplokal zu Striplokal, wie in Familien. Okay, schön und gut, aber das sind nicht wir. Dieses Bloodout in mich sollte was sein, wenn jemand zu mir kommt und sagt, jemand, ernst, ich möchte die Familie verlassen. Dann sagt er zu mir Bloodout in mich, aber nicht aus Jux und Tollerei.
Das ist wie ein Geschwür, Jungs, weil ihr verliert dann auch den Respekt davor. Da kommt der Nächste. Kampf ist verloren. Ja, bleibt auch mit mir. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Am Rumheulen, wie kleine Kinder. Seid ihr Männer oder seid ihr Fotzen? Und nochmal, Kimo, der ist ein Guter. Der ist lange hier. Aber dem hat man das 100-mal gesagt. Und ich war auch kein Fan davon. Rich, ich habe lange mit Rich geredet. Ich habe auch gesagt, ey, Kimo gehört eigentlich in die Familie. Warum kann er nicht einfach die Fresse halten? Dann ist Kimo einer der besten Jungs. Aber ihr müsst das mal verstehen. Ich weiß, er ist euer Freund, ihr chillt gern mit dem. Er ist ein cooler Typ, er ist ein starker Schütze. Das weiß ich alles, das weiß Richie genauso. Aber ihr könnt doch nicht, ihr auch, ihr selber, auch wenn es euer Freund ist, ihr müsst ihn eigentlich auch dann beiseite nehmen. Ey, Kimo, sag das nie wieder, dies mit Blatthaut. Das ist unsere Familie, sowas sagt man zu seinen Brüdern nicht. Aber habt ihr auch nicht. Ist anscheinend auch für euch normal. Darf ich kurz da eingreifen? Gerd, das nein, ist darfst okay? du nicht. Okay. Nein, darfst du natürlich, sag. Ach so. Also, ich stimme dir auf jeden Fall dazu. Aber bei allem Respekt, das ist einfach je nach Person immer nein, abhängig. Nein, Blood-out ist nicht nach Person. Nein, 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 das meine ich gar nicht. Sondern es ist dieses, wenn jemand, also ich finde, Kimo ist in der Familie sehr hochgestellt, beziehungsweise er hat ein Stellenwert, weil ich ihn dahingestellt habe. Genau, ich habe ihn dahingestellt. Okay? Richtig, richtig. Ich könnte jemand anderes sein. Ich, hör mal zu, ich habe ihn dahingestellt. Ja, ja, sowieso. Warum? Sowieso, weil ich ihn viel gesehen habe. Und weil ich dachte, wenn der Verantwortung kriegt, ändert er sich. Und was hat er gemacht? Er hat mir einen Haufen geschissen. Okay? Er hat mir einen Haufen geschissen. Immer und immer wieder. Und nochmal, der ist der Einzige, der sich jemals diese ganzen Sachen hier bei uns erlauben konnte, weil wir immer gesagt haben, der gehört zu uns, das ist ein Bruder. Wir sehen sehr, sehr viel Potenzial in ihm. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Er hat es nicht respektiert. Er hat es nicht respektiert. Und nicht einmal und nicht 10-mal und nicht 15-mal. Und nicht 20 und nicht 25-mal. Das müsst ihr auch verstehen. Vergiss das nicht. Ich, nochmal, das war für mich genauso nicht einfach, die Jungs hier wegzuballern. Und nochmal, kein anderer 12er hätte das gemacht. Die hätten geblasen bei dem, weil die ballern können. Die hätten den Mund genommen, diese ganzen anderen Waschlappen-12er. Aber nochmal, am Ende verliere ich lieber einen Krieg, anstatt dass ich meine Ehre verliere, weil die Leute auf meiner Nase rumtanzen. Wir hatten das schon mal, Jungs. Nicht nur einmal. Und was ist das Ende des Lieds? Das ist wie ein Krebsgeschwür. Das wächst. Dann steckt man euch an und dann verlassen auf einmal 16 Leute die Familie. Versteht ihr? Das können wir nicht zulassen, Jungs. Und nochmal, wenn ein Kimo mir heute sagen würde, mir persönlich jetzt, Gerd, und ab heute, ich bin ein anderer Mensch, und er meint das so, ich bin der Erste, der sagt, okay, komm wieder rein. Der Erste. Aber frag euch mal, würde sich ein Kimo jetzt ändern, wenn er wieder zurückkommt? Ich frag euch. Ja, 100%. Seid ihr sicher? Ich sag ihm warum, ich sag dir warum, Gerd. Ja? Ich glaube, das, was gestern passiert ist, damit hätte niemand gerechnet. Nicht mal Kimo oder Ali hätte damit gerechnet. Aber dass sie jetzt wieder hier sind und um Gnade beten, dass sie wieder reinkommen dürfen, zeigt ja eigentlich auch, ey, wir haben echt Kacke gebaut. In dem Moment denken wir uns natürlich auch als Familie, da es macht was mit denen. Weißt du? Mhm. Und deswegen bin ich schon davon überzeugt. Bruder, wer gönnt sich hier M&M's? Die armen Männer. Jungs, ihr snackt und pfeift euch die Pfeifen hier rein, Jungs. Wallah, das ist ja Wahnsinn. Ey, Ritchie, was ist hier los, Alter? Wallah, ey, während wir entertainen wir euch, Jungs. Irgendeiner hat sich hier gerade zurückgelehnt. Der gibt sich Snacks, der hört uns hier zu. Boah, Bruder. Guck mal, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, war... Bitte, hört auf mit diesen Vapes, ich kann die nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, das ist, keine Ahnung. Was ich damit auf jeden Fall sagen wollte, ist, Umar, ich denke, vielen, dass wir auf Dank, jeden Fall Umar. Reue zeigen und auch zeigen werden. Habibelbi. Und ich glaube, jeder in der Familie sieht was in Kimo, so wie sie das sehen, General. Und in Ali genauso. Ja, aber was ist er denn? Irgendeine Microsoft-Aktie, die ich in den 90er kaufen muss, dass 30 Jahre später mein Geld wieder rausbekomme? Ich versuch mich doch einfach in dem was sehen. Zu... Ja, wie lange denn? Ja. Ein Jahr ist er bei mir. Ich sehe es. Aber ich glaube, er hat auch wirklich jetzt so diesen Knall gebraucht, damit er so checkt, so ey. Guck mal, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr werdet sowieso alle gut für ihn reden, weil es euer Bruder ist. Kann ich dazu noch was sagen? Ja, jetzt redet auch Kimo gut, dass euer Bruder redet. Ja, ich gehe sogar so weit. So, gib denen bitte die letzte Chance. Wie nennt man das? Ich bürge für die. Ich leg meine Hand für die ins Feuer, dass sie sich jetzt raffen. Wenn die es nicht machen, fick mich gleich mit. Uns alle. Darf ich auch was dazu sagen? Und dann, macht ihr morgen auch Biker-Gruppe auf, oder was? Nein, weißt du, was besser ist? Nein, wisst ihr, was ihr euch angewöhnen müsst? Nicht fick mich gleich mit, sondern ihr müsst dafür sorgen, dass es sich im Griff hat. Ja. Als Brüder.
Ihr müsst hingehen, ihr müsst ihn in seine Schranken weisen. Ihr müsst ihm sagen, ey Kimo, letzte Chance. Bruder, wir haben für dich eingestanden. Auf dich. So, versteht ihr? Ja. Ihr müsst euch beschützen gegenseitig. Das ist das, was wir wollen. Nicht, dass einer sich hinstellt und sagt, ey, wenn ihr sich benehmt, klamm ich mit ab. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, dass ihr als seine Brüder ihn immer darauf hinweist, dass er sich gerade nicht richtig benimmt. Versteht ihr, Jungs? Ja, mach ich. Verstanden, also, machen wir. Schaut nicht mal, schaut Matteo, mal, andere. Schaut mal. Ich weiß, ihr wollt ihn jetzt gut reden. Alles kein Problem. Pass auf. Es geht um Folgendes. Weshalb haben wir das gemacht? Wir müssen dafür sorgen, dass die Stimmung hier in dieser Familie immer auf einem Level bleibt. Ja, die Stimmung darf hier nicht kippen. So, jetzt, wo das gestern passiert ist, natürlich ist die Stimmung erstmal gekippt, alles im Down. Ist ja klar. Ja, so. Es gibt natürlich zwei Optionen. Wir hätten dem Ganzen weiter zugeguckt und hätten das Geschwür weiter wachsen lassen. Und am Ende sind es dann auf einmal 10 Leute, die vor dir stehen und raus wollen. Oder man macht irgendwann und zeigt bis hierhin und nicht weiter. Und dann gibt es halt mal einen Knall. Okay? Das sind die Sachen, die jetzt im Raum stehen. Folgende Sache. Macht mal die Hände runter. Ich brauche nicht noch mehr pro Kimo hören, oder? Nein, ich wollte ein bisschen pro Ali noch sagen. Ja, auch pro Ali, super. Pro Trump, oder? Es wird so viel Gutes über Kimo gesagt, aber ich wollte noch was über Ali sagen. Ja, erzähl mal. Und zwar, der hat zwar viel gesagt, warum wird dies so gemacht, warum wird das so gemacht, aber der hat wirklich, er hat diese Familie wirklich über alles geliebt und das alles, was er gesagt hat, war einfach nur, weil er sich dachte, es gibt eine andere Möglichkeit, also eine bessere Möglichkeit in diesem Moment. Und alles, was er gemacht hat, er hat nicht einmal, wir reden wirklich sehr viel mit ihm außerhalb, und er hat nicht einmal irgendetwas behauptet hinter irgendjemandem an seinem Rücken, sondern alles, was er über diese Familie behauptet hat, hat er direkt entweder reingeschrieben oder hier am Pool. Ja, das sagt er auch, guck mal, ich glaube dir jedes Wort, was du gerade, ohne Scheiß. Und wirklich alles, aber was nur mal ein Ratschlag hat, für alle, ey, pass auf, super, Ali, top, Wahnsinn, krass, we love him, Ali for President. Pass auf, folgende Sache. Meine Herren, und das muss hier noch immer jeder verstehen. Also, wer wirklich, und ich bin kein arroganter Typ oder irgendwas, ganz im Gegenteil, aber wer meine Entscheidungen in Frage stellt, mit einer Familie, die seit 4 verdammten Jahren hier steht wie eine Eins, ja, ich bitte euch, seit 4 Jahren ohne Pause, jeden Tag stehen wir hier, seit 4 Jahren, Wie falsche Entscheidung? Dass ich gegen Platz auszahle oder dass ich das und das mache? Guck mal, ihr müsst das in Zukunft auch verstehen, das hier sind die Vereinigten Staaten von Richie Beißer. Das war schon immer so und das wird immer so sein. Wenn was entschieden wird, müsst ihr das hinnehmen. Ihr habt kein Mitspracherecht. Mhm. Ganz einfach. Sogar ich nicht, Jungs, ne? Ja, das ist verstehen. Eine Lüge. Gerd, redet mir, Gerd, hör auf jetzt. Nein, aber warte mal ganz kurz, Richie. Wie oft, Bruder, hast du Sachen entschieden? Und ich ja, ich frage Gerd nicht, er hat recht. Ich frage Gerd nicht. Weil manchmal, und der Gerd hat noch nie irgendwas hinterfragt. Noch nie. Und deswegen ist er schon seit Jahren an meiner Seite. Der hat noch nie, egal, wenn ich sage, ich töte die halbe Familie, sagt er, alles klar. Ich mach mit. Er fragt nicht, warum, und er, Richie, lieber nicht. Versteht ihr? Nein, im Gegenteil. Und nochmal, wir stehen seit 4 Jahren hier. Seit 4 und nicht seit gestern. Wir sind nicht wie diese ganzen komischen Familien, die sich hier auflösen und wieder neu gründen und wieder zusammen. Meine Brüder und Schwestern, seit 4 Jahren. Es gibt niemand, der so lange hier steht wie wir. Also an den richtigen oder falschen Entscheidungen wird es wohl nicht gemangelt haben, dass wir hier immer noch stehen. Und immer eine loyale und stramme Truppe haben. Weil nochmal, egal wie loyal oder eine stramme Truppe ist, über die Zeit verändert sich's. Warum? Vielleicht in einem halben Jahr seid ihr nicht mehr hier, habt ihr keinen Bock mehr, macht ihr was anderes. Das heißt, Cousins ist immer im Wandel gewesen. Es waren immer andere Leute von mir. Aber was war immer gleich? Der Weg war immer gleich. Die Philosophie war immer gleich. Wie wir uns verhalten, war immer gleich. Unsere Grundprinzipien sind immer gleich geblieben, auch wenn sich die Leute verändert haben. Okay? So. Und ich verstehe viele Leute, die keinen Bock mehr haben auf einen Kimo und sagen, das will ich mir nicht mehr geben, weil er auch vielen Leuten Unrecht getan hat mit dem, was er gemacht hat. Und Kimo hat sich nicht geändert. Und wenn er sich geändert hat, hat er sich 10% geändert. Von den 100, die hätte sich ändern müssen. Und das ist die Realität. Wir können es uns schönreden. Ich würde es mir auch gerne schönreden. Ich würde gerne stehen und würde sagen, Kimo ist... hat sich zu 100% geändert. Was ich aber auch denke und was ich aber auch sagen kann, ist, dass diese Schuss gestern die aufgeweckt hat und dass sie auf einmal gemerkt haben, oh, was ist jetzt passiert? So. Das glaube ich auch. Und was ich auch glaube, ist, dass sie sich ändern werden. Aber was ich auch glaube, ist, dass sie irgendwann wieder reinscheißen werden. Ja? Und deswegen gibt es hier folgenden Kompromiss. Ein Kompromiss, den ihr jetzt hier mit mir diskutieren werdet. Bei mir ist das scheißegal. Wenn ich einen umbringe, dann ist er weg. Ja? Aber am Ende, was haben wir gesagt? Das Wohl der Familie steht über allem. Richtig oder nicht?
und nicht das Wort des Einzelnen. Und der gerade hier am Spülen ist und hier sein Wireless-Headset in der Küche hat. Ja, Liebe geht raus an dich, bra. wir können Folgendes machen. Wenn diese Familie hier sich dazu entscheidet, den beiden Herrschaften noch eine Chance zu geben, wenn, dann unter folgenden Bedingungen. Anwärterstatus, Ketten, alles weg, alles von vorne. Die Herrschaften haben hier nichts zu melden, haben hier keinem irgendwas zu sagen und haben die Fresse zu halten. So lange, bis ich die auf die nächste Stufe hebe. Und dann haben sie immer noch nichts zu sagen. Zwei oder wir? Auch nein, die beiden. Die beiden. Ach so. Ihr habt sowieso nichts zu melden, darum geht es ja gar nicht. Nein, das meint. Die Leute, die was zu melden haben, die wissen das. Ja? Ich habe den Leuten Verantwortung gegeben. Ja? Aber die beiden. Der Kompromiss, wenn ihr wollt als Familie, dass sie zurückkommen, okay? Ich habe den ja gestern nur in die Schulter geschossen. Die sind ja noch am Verbluten. Ja, so. Auf jeden Fall. Wahnsinn, Allah. Hallo, Disziplin. Auf jeden Fall. Hör zu. Wenn diese Familie sich entscheidet, die beiden Herrschaften zurückzuholen, dann unter folgenden Bedingungen: Kettenstatus auf null. Die fangen von vorne an. Die haben hier weder mitzureden, noch irgendein Senf dazuzugeben. Und die Herrschaften haben auf Lebenszeit, solange die existieren, nur eine Chance. Eine einzige. Eine. Verrutscht diese eine Chance, gibt es nie wieder einen zurück und dann aber aus der ganzen Hemisphäre. Weil nochmal. Ich bin ein Typ, wenn ich dich morgen rausschmeiß, ey, wenn du hier als Zivil rumrennen willst, bist du in einem Wiffpack, ey Bro, kein Problem, willst du eine Familie? Geht nicht. Das wisst ihr alle, ja oder nein? Weiß das jeder hier? Das weiß jeder, ja. Wenn ich mit dir cool bin, wenn du im Korrekten rausgehst, ey Bro, geh als Zivil am Wiffpack, hab deinen Spaß, ich will niemand dieser. Aber eine andere Familie, das wird hier nicht stattfinden. Das war von Tag 1 hier und das wird auch bis zum letzten Tag so gehalten. Das habe ich auch den beiden Brüdern gesagt. Und das wissen die. Also nochmal. Das Wohl der Familie steht über allem. Das heißt, über meinem, über der Jeffreys, der sich gemeldet hat, oder über zwei, drei anderen, die sich gemeldet haben, oder über allen, wenn ihr euch gemeldet. Das Wohl der Familie entscheidet am Ende. So. Jetzt mal, wer wäre dafür, dass die beiden Herrschaften eine letzte Chance bekommen, aber letzte heißt, eine Kleinigkeit, die nicht passt, ein zu lauter Ton, ein dummes Kommentar, dann sind die tot für immer und ewig und da kann keiner sich mehr hier gut reden für. Ja, General. Ja. Ich hab den Medic schon für die beiden geholt. Bist du blöd? Schick die Medics, bist du doof oder was? Bist du blöd oder was? Ey Medics, tut mir leid, der Typ hat einen Schlaganfall. Den könnt ihr mitnehmen. Ey Medics, nimm den mal mit. Geschlossene Anstalt. Nimm den mit. Ey Jessin, du gehst mit Krankenhaus jetzt. Der mitnehmen. Ab ins Krankenhaus mit dir. Geh den ausführlich behandeln. Glaubst okay. Hände runter. Wer ist dafür? Wer ist dagegen, dass die Herrschaften eine Chance kriegen? Hände runter. Wer ist dagegen? Hände hoch, wenn dagegen ist. Wer ist dagegen? Levin, Alper und Jeffrey. Jeffrey hat auch keinen Bock, sich zu melden. Na, General, zum Wohle der Familie akzeptiere ich jede Entscheidung. So wie es immer war. Wer meldet sich da noch? So. Wer ist das, der sich da meldet? Kapo. Mhm. Kapo. Hallo. Kapo, ich sehe ihn. Ich glaube, der kann nicht reden, Kapo. Achso, der kann nicht reden, was? Hallo. Du bist auch dagegen, Kapo, ja? Also mir ist es eigentlich egal. Okay, drei. Das Ding ist, Kapo ist wirklich egal. Also Kapo, mir was ist jetzt? Wirklich egal. Ja oder nein, bist du dagegen oder dafür? Man muss ja abstimmen, dann bin ich halt einfach dagegen, aber ist doch eh egal. Diese vier Stimmen. Vier gegen Rest. Der Rest, so. Und jetzt ist die große Frage, was ist jetzt im Wohle der Familie? Alper, du bist am längsten an meiner Seite hier. Ist er nicht, Alter, der war Mechaniker danach. Der soll die Schnauze halten, Alter. Ja, der kam und war weg und kam dann wieder. Der war ein Detroit-Mechaniker, ich hab den erwischt. Den Gerd stört das, Alper, wenn ich das sage. Ich hab das schon mal gemerkt. Stört mich, Alter. Du kleiner Wichser. Du warst Mechaniker, Alter. Hast Räder gewechselt, du Wichser. Für die Familie. Ja. Stimmt, du warst Mechaniker dann und dann kamst du zu uns, Gerd, ne? Nein, davor kam ich zu euch.
kurz davor, ne? Bevor ja, das ja. da alles. Ja, 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 genau, ja, genau, ja. genau, genau, genau. Okay, Alper, du bist lange an meiner Seite. Ja, gerne. Gerd, du bist lange an meiner Seite. Oh, Mete, Entschuldigung. Du bist lange an meiner Seite. Ja, General. Wir haben hier noch einen Atze. Wir haben hier noch, wer ist hier noch lange an meiner Seite? Jeff. Kann. Lucio, ist er da? Ja, Lucio ist auch da eigentlich. Also einige sind hier sehr, sehr lange mit mir schon im Weg gegangen. Vor Hoffenheim, vor was weiß ich, okay? Familienabstimmung ist 4 gegen 25. So, was ist die richtige Entscheidung? Die Leute, die lange hier mit mir sind, was ist die richtige Entscheidung? Sag's mir. Also General, ich habe mich halt dagegen entschieden, weil ich... Nein. Deine private Meinung, du hast dagegen entschieden. Ja, nein. Ich sag nur, also für mich, ne, wenn du jetzt uns fragst, soll er die Chance bekommen mit den Bedingungen, die du gemacht hast. Für das Wohl der Familie. Hatze? Ich sehe das ein bisschen wie Alper so, aber ich sag auch so, wir waren immer eine Familie mit viel Disziplin. Die Jungs, die wollten auch alle selber Disziplin. Da hat Ali auch eine Ansprache zu gemacht. Und ganz ehrlich, wenn es die beiden getroffen hat, dann ist es leider so, auch wenn es traurig ist. Machst du mir jetzt auf hart? Sehr traurige Ansprache, Hatze. Machst du mir jetzt auf hart, Alter? Aber richtig hart. Also nochmal. Also nochmal. Ihr müsst zwar eine Sache verstehen, nochmal. Von dem, was sie gemacht haben, legen die zurecht dahin. Aber nochmal, wir sind eine Familie. In einer Familie gibt es auch kleine Brüder, die Bastarde sind und nur Blödsinn machen. Der eine wird Arzt, der andere landet im Knast, ist Crack-Junkie und klaut von der Mutter zu Hause das Geld aus dem Portemonnaie. Gibt's alles, ja oder nein? Richtig. Die Frage ist, entscheiden wir uns als Familie, den Herrschaften, eine letzte, und nochmal, damit ihr diese letzte Chance versteht, und diese letzte Chance heißt, danach gibt es auch kein Zivi mehr für die, nix. Eine Kleinigkeit, eine Beschwerde, einmal das Maul aufmachen, wenn es nicht aufzumachen hat, dann sind die weg. Und das ist das, was wir hier als Familie entscheiden müssen, Alper. Gerd, Mete, die Leute, die lange mit mir sind. Mich brauchst du nicht fragen, Alter. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich kann mich jetzt auch hier als cool hinstellen und sagen, wir bleiben draußen. Guck mal, ich würde mir wünschen, dass die beiden Jungs sich an die Regeln halten, dass die sich benehmen. Vor allem bei Kimo, Ali kenne ich jetzt nicht so gut, aber vor allem bei Kimo kenne ich jetzt schon länger. Der hat sich für die Familie auch auf den Arsch aufgerissen, vor allem wo wir unter Druck standen. Er hat gekämpft, er ist ein Soldat, muss man ihm lassen. Richtig. Deswegen hat man auch so viel Nachsicht mit ihm gehabt, weil er wirklich ein loyaler Soldat war, die ganze Zeit über. Auch in schwierigen Zeiten, Jungs, war Kimo immer da, er hat alles gegeben, muss man ihm lassen. Aber irgendwann ist mal gut. Und ich würde mir wünschen, die nutzen diese Chance, boah, ich höre Richard schreien, die kommen in die Reihe. Dazu gehört aber auch, dass sie auch in die Reihe kommt, weil wenn sich der Rest der Familie auch nicht benimmt, Beste, dann natürlich ist es für sie auch einfacher, wieder in alte Muster zu fallen. Versteht ihr, Jungs, Mädels? Das heißt, eine Grunddisziplin muss sein, dass sie auch in die Reihe kommt. Habt ihr gehört, wie der schreit? Weil es wird schwierig, wenn jeder hier tut und macht, was er will, und von den beiden dann abzuverlangen, dass die dann die ganze Zeit die Schnauze halten und sich die ganze Zeit benehmen, das ist unrealistisch, sind wir mal ehrlich. Das heißt, die ganze Familie muss daran arbeiten, dass die beiden in die Reihe kommen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann sagt das jetzt. Dann brauchen wir uns das nicht antun, dieses Drama GZSZ. Okay, wir haben euch alle angehört. Wunderbar. Entscheidung gibt's morgen. Salam alaikum, gute Nacht. Okay. General, ich brauche noch kurz allein. Ich muss ganz... Ja, Cliffhanger. Ey, Entscheidung gibt's morgen. Entscheidung gibt's morgen, da werden noch Gespräche jetzt geführt. Entscheidung gibt's morgen. Oben auf der Tribüne. Das ist der Weg. Gute Nacht. Salam alaikum. Bis morgen. Wann haben wir den Kampf, Jungs? Ja, schnell. Bei mir brennt die Hütte. Kannst du kurz, ja. Kannst du kurz links, links hin, du weißt. Boah, Jungs, der richtige Song. So, Habibis, wie hat euch der Abend gefallen? Seid ehrlich. Heute war entspannt, heute war cool.
So, wen raiden wir? Habt ihr irgendjemanden, den wir nicht kennen, den wir raiden können? Aha! Kennt ihr ihn noch, Chat? Komm, zu denen gehen wir, Miss Kane. Wir gucken mal, wen wir noch haben. Wir gucken eine mit Facecam. So, wo haben wir denn einen mit Facecam hier? Final City, wer ist das denn? Wer ist das denn, Jungs? Hier, 71 Follower, das ist mein Man. Playboy Fabi 999, ein Fanboy von Kali, hey. So, Habibis, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Wichtig, wie wird die Geschichte morgen mit Kim und Ali ausgehen? Das heißt natürlich für euch alle einschalten. Wenn morgen der zweite Teil von unserer GZSZ-Serie hier weitergeht, Habibis. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Ich sage Salamu alaikum, Nobdebuna, Arrivederci, Sayonara, See you later, Alligator, Buena Notte und was man sonst sagt, Freunde. Alle Ritchie-Kopf rein spam. Wir gehen jetzt rüber zu diesem Bruder hier. Playboy Fabi, lasst Liebe bei dem da, 71 Follower. Nimmt den auseinander. Jetzt den Ritchie-Kopf rein spam. Vielen, vielen Dank für den schönen Abend. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Schlaf gut, passt auf euch auf, wieder schauen und in die Fresse hauen. Bis morgen, Habibis, das ist der Weg.